Nabend. Grüße euch. Hallo. Willkommen zurück. Guten Abend, Markus und Chat LP Markushi LP Markus Pikmin Blue SB1 Hoi. Julian, danke für den 38. Monat. Dein Resub auf Stufe 2. Grüße. Danke, Julian. Hallo an alle. Na, was macht die Kunst? Vollständigkeitshalber werde ich das hier mal relaunchen. Lassen wir die 15 gerade sein. Hallo? 15 ist aber eine ungerade. Schnacke, danke für die 34, Schnacke 34, danke für die 15 Monate. Für deinen Resub. Hallo zusammen. Fahrplan, 9. Monat, silberne Bombe. Dankeschön für deinen Resub, die Unterstützung. Schön, dass du da bist. Danke, Fahrplan. Und das hier. Immer noch zu laut, ne? RZ, danke für den Giftsband. Domi V. Sah schon im Chat, Domi V freut sich. Das ist schön, ich grüße euch beide. Und hallo, dann grüße ich noch Fabian Walli, ich grüße RZ, Donnerdaum, Axel von der Info, Lego, LP Fan Austria, Axel von der Info, doppelt, ne? Hunter, Make Fridolin, The Zockeruffy, Spirella, ich weiß nicht, ich will aus Gewohnheit immer Spirell sagen, Takaru, Meister Rick, Let's Player Tobi. Findet ihr es zu laut, dann kann ich es jetzt wirklich noch ein bisschen leiser drehen. Oder findet ihr es okay? Der Manu, Chrono und Sonic Driver, Elinor Dashwood, SVMG, aus Studio. Hunter Tobi, das Goku, Jinbei. Kaki, Lazy, Sharu. Da direkt die Frage, was ist besser, Luigi's Mansion 1 oder 3? Ich glaube, das bessere Spiel ist Luigi's Mansion 3, aber mir persönlich wäre Teil 1 lieber. Aus meiner Gewohnheit. Der Tweet. Ihr habt recht. Danke, Handy. Grüß dich, Handy. Wenn ich Handy und Co. nicht hätte, hätte ich andere. Elinor Dashwood. Happy Halloween. Habe mich schon sehr auf Luigi's Mansion gefreut. Auch wenn es kein Horrorspiel ist, passt es sehr gut zu Halloween und es ist immer sehr spaßig. Definition von Horrorspiel. Danke für die Fünfer. Elinor Dashwood. Ja, was, also hier hättet nichts Besseres bekommen heute. Vielen Dank. Wenn immer noch Time to Duel. Yeah. Let's Player Tobi. Räuber, danke für den Follow, Officer Tom Maurice. Hallo? Die Alerts zu laut. Der Giftsub, explizit. Brauchst es A nicht sagen. Ja, das klingt, aber ich finde, Spirell hat auch mehr Klang so. Aber jeder weiß hier, wer angesprochen ist. Timmy, hallo Timmy. Domi, wie sagt, Luigi's Mansion 3 ist überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht, finde ich übertrieben. Ja. Happy Halloween, Kürbislaterne, Geist. Sucuk Pfanne im 4. Monat. Danke für den Resub. Resub Hype. Vielen Dank für die Unterstützung, Sucuk Pfanne. RZ, welch wunderbares Spiel. So ein 240p nur im Vollbildmodus nicht empfehlenswert. Tja, so ist es. Wir spielen heute mit 3DS Capture. Das heißt, nicht Emulatorenkram, nein, echte Hardware. Verkabelt wie Anno Danomals. Damit wir auch die versteckte Villa spielen können. Weil das einfach unproblematischer ist als Emulatorkram. Ne? Du.
Horror Night! Ja, und ich wünsche euch natürlich allen Happy Halloween, sagt man das so? Ich bin so ein bisschen Halloween-Muffel, weil, keine Ahnung, meine Kindheit gab es das nicht. Also es war zumindest nicht selbstverständlich, dass jedes Kind rausgeht und Süßigkeiten sammelt. Ja, auch noch heute war noch nichts da, also ich weiß nicht. Gibt's nicht mehr so, oder? Vielleicht hier die Gegend, wo ich wohne, ist einfach nicht so geeignet dafür. Slasherino. Luigi's Mansion 3 sieht schon gut und hübsch aus für Switch. Ja. Ich versuche den Happy Horror Night. Hallo Super Pascal und Daniel Bot. Richtig so, RZ. Wir hatten ja schon ab und zu mal die Probleme, als wir Sega Saturn probiert haben und das mit dem DS-Emulator hat auch nicht so funktioniert. Ich will mir ja spätestens nächstes Jahr einen neuen PC zusammen schustern lassen. Der hier ist ja auch schon wieder 7 Jahre alt, macht seinen Job, aber OBS zieht halt ziemlich viel Leistung und so ein Emulator, wenn es nicht gerade ein Retro-Game ist, zieht halt auch richtig viel Leistung. Das zusammen, ja, machen wir es so. Die CPU zu untertakten im Programm. Keine Ahnung, kenne mich nie aus. Für Aufnahmen geht's eigentlich. Werdet ihr sehen bei Mario Kart 7. Muhaha. Ja, Gruselfeeling. Ich bin mal wieder, ich sehe gruselig aus. Heute ist ja ganz klar, ist Halloween. Ich sehe aus wie jeden Tag, also so gruselig wie jedes Mal. Aber wir haben, wenn ich es nochmals erkennen kann, ich habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut. Haben wir hier eine Spinne aus Stoff. Hier eine Spinne aus Plastik und natürlich unser Whisper, den gruseligsten Geist, den ich finden konnte. Ich habe mir auch Mühe gegeben, vielleicht einen Pepper-Woods-Ballon aufzutreiben, aber hat nicht geklappt. Das wäre auch noch gruselig gewesen. Aber ansonsten, ja, Whisper ist zurück. Ein bisschen drehen. Fun Fact, ich nutze die Plastikspinne, um Whisper zu fokussieren. Dem wird sein Schweif eingeklemmt, damit er senkrecht bleibt. Switch-Fan! Go to Windows 11. Vielleicht, ja, das würde sich empfehlen. 7 Jahre wird mal Zeit für ein Upgrade. Ich glaube schon, wenn man auf so hohem Niveau Videos rendert, in so einer Qualität und auch Leistung braucht. Ich war ein guter PC, hat mehrere tausend Euro gekostet und hat keine Faxen gemacht. Aber das werden wir wieder machen. Mach mit dem Shuddy, mit dem Slayer. Und dann, spätestens dann sollte es funktionieren. Aber was DS-Retro-Achievements oder PlayStation-Retro-Achievements angeht, ich will ja auch Spyro, da werde ich probieren, Retro-Arch zu benutzen statt Radip Retro. Aber das ist ein anderes Thema. Vielen lieben Dank fürs Follow. Für was ein Kostüm, wenn man immer gruselig aussieht? Richtig. Ich hätte mir ein Hemd anziehen können. Irgendwas Richtiges mit Fliege und so. Das wäre auch gruselig gewesen, glaube ich. Ein wichtiger Beitrag von Timmy. Ja, Sans ist halt, ne? Ich weiß nicht, das ist überfüllt dann. Haben wir den irgendwo? Sieht man nicht, aber man sieht. Ach, so kann er. Ja. Fun Fact, ich musste den Whisper suchen. Ich wusste nicht, wo der war. Happy Halloween und frohe Reformationstag. Es muss ein Gesetz geben, dass ein Feiertag, wenn es auf Sonntag trifft, dass Montag frei ist. Ein schönes Start von Mario Party Superstar. Danke, dass du mein Bitte nachgegangen bist und ich würde ja erwähnt. Ja, Mario natürlich. Klar. Alucard-Talking. 43. im Monat, Stufe 3. Danke vielmals für den Support. Schön, dass du da bist. Auch Happy Halloween dir. Reformationstag. Ist der Reformationstag überhaupt bundesweit? Also vielleicht bringe ich was durcheinander, aber gab ja immer die Aussage, das ist eigentlich das ist ja kein Feiertag. Ein PC selber zusammenbauen ist auch besser als einen fertigen kaufen. Jinbei, wir machen das so. Wir überlegen uns in aller Ruhe. Ich mache das mit dem Z-Slayer, weil der sich da sehr gut auskennt. Welche Bauteile und was auch gut ist zum Rendern etc. pp. Der hat das ganz gut auf mich abgestimmt. Und deswegen hat es auch so lange gut funktioniert.
Und dann machen wir es auf einer Seite, wo dann so eine PC-Zusammenbaufirma den PC für mich zusammenschraubt, weil ich selbst den Schraubenzieher ansetzen will ich am PC nicht. Da bin ich kein Fan davon. Ja. Ich will halt schon einen fertigen haben, aber zusammengestellt. Irgendwie so ein Aldi-PC, der gerade im Angebot ist, oder Mediamarkt einen einfach mitnehmen, ja, das ist da ist es nicht zugeschnitten. Ne? Ich brauche schon einen gut zugeschnittenen. Fast bundesweit. Allerheiligen, aber ich glaube, Hessen ist keins von beiden, keine Ahnung. PC zusammenbauen ist simpel eigentlich. Das lasse ich die machen, die das beruflich machen. Na, da bestelle ich, weiß nicht mehr, welche Seite das war. Aber dann sinnvoll überlegt, was brauche ich eigentlich und was brauche ich nicht. Ne? Aber wie gesagt, da können wir irgendwann nochmal reden. Also Reformationstag gibt es in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und seit 2018 auch in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Grüße aus Hessen an der Stelle. Nein, ein evangelischer Feiertag, also die nördlicher Teil Deutschland außer Berlin. Ich bin ja getauft, ich bin evangelisch getauft. Denise, danke für den 11. Monat. Happy Halloween, danke für den Resub. Vielen Dank für den Support. Haben eigentlich alle Geschäfte morgen zu. Nee, warum? Also hier gibt's gar keinen Feiertag. Weder das eine noch das andere. Es gibt Tag der Deutschen Einheit bei mir am 3. Oktober und dann kommt wieder Weihnachten. Es gab jetzt letzten Jahre irgendwann ein Halloween, wo sie gesagt haben, da haben halt alle frei. Ausnahmsweise. Aber sonst, oder? Schnacke, wann kommen Dark Pictures? House of Ashes habe ich keine Lust. Vielleicht habe ich irgendwann mal Lust, aber... Spiel habe ich da, aber momentan habe ich wirklich keine auf die Lust, auf die Thematik. Hessen kann man vergessen. In dem Sinne, hallo Wario Homer. Reformationstag gibt's nicht in Hessen. Ja, wurde ja eben aufgezählt, welche Bundesländer das haben, ne? Hieß es doch, mehr der Osten. Osten und Norden. Willkommen aus Südwesten. Oder wir sind da ziemlich mittig in Hessen, ne? Nee. Hier gibt's nix, ne? Was es hier gibt? Ich dachte, es wäre deutschlandweit. Tja, falsch gedacht. Allerheiligen sind die katholischen Bundesländer. So, Bock auf Luigi's Mansion? Wer hat Bock? Haben wir Bock? Was geht ab, Chat? Seid ihr gut drauf? Hallo? Luigi's Mansion, Launch-Titel des GameCube 2018 für den 3DS geportet. Warum auch immer. Ein Spiel, das vergessen wird. Eins der letzten 3DS-Spiele, kann man sagen. Ja, ein paar Monate später war dann das Ende des 3DS gekommen. Und das wurde lang rausgezögert. Ich würde sagen, mit Spielen hat... Ich habe unseren RZ für all seinen Support vorgeschlagen, dass er mal was vorschlagen kann. Ich habe ihm vorgeschlagen, dass er was vorschlagen kann. Und da fiel die Wahl auf die versteckte Villa von Luigi's Mansion beim 3DS. Ja. Wurde geportet, weil ein Jahr später Teil 3 für die Switch kam. Jawohl. Gehe ich davon aus, dass die das ja auch genutzt haben, um das Franchise wieder ein bisschen anzukurbeln. Ja. Und damit haben wir jetzt hier den originalen Spielstand. Dachte ich mir zumindest. Von Spiel beginnen, kopieren, löschen. Ist es nicht fertig gespeichert? Aber ich kann die versteckte Villa auswählen, ne? Warte. Ah, okay. So wird ein Schuh draus. Hier, zu versteckten Villa. Ach, guck mal, da ist mein Spiel. Ach so, ihr seht den unteren Bildschirm jetzt nicht. Wie meine ich das denn? Ja, gar nicht, würde ich sagen. Passt mal auf, meine Freunde. Ich zeige euch mal, wie das gemacht wird. Ihr braucht den unteren Bildschirm, denke ich mal, größtenteils nicht. Wenn ich ihn jetzt einmal zeigen darf. Das war unser 3DS-Let's-Play-Spielstand, nicht?
Das hat sich ja gelohnt zu zeigen. Und ja, jetzt können wir zur versteckten Villa gehen. Suche die versteckte Villa auf, dort wird es schwieriger. Steht auf dem unteren Bildschirm. Und ja, das war der Wunsch. Weiß nicht, was ich mir damit antun wollte. Jetzt ohne Übung mit 3DS als Controller. Man liebt es. Die versteckte Villa gibt es nur in der PAL-Version. Oh, what? Wurde aber auch gemacht, weil viele nördliche Hälfte Bundesländer weniger Feiertage haben als die südliche Hälfte. Amiibos verwenden. Was bringen denn die Amiibo hier gerade nochmal? Auf Sodom gefällt der zweite besser als der dritte Teil. Dass man da 1 bis 3 Sterne für jede Mission kriegen konnte, dass es überhaupt Missionen gab. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ja, ich verstehe den Punkt, aber gerade das mag ich nicht so. Ich mochte eigentlich auch vor allen Dingen in Luigi's Mansion 1, dass man sich frei bewegt in einer großen Villa. Der Luigi sieht im GameCube-Teil ein bisschen seltsam aus. Ich finde nicht, ich finde ihn gut. Persönlich. Heute spielen wir aber das. Let's go! Ich werde jetzt das Spiel nicht großartig erklären, ja, weil 3-mal Let's Played, auch schon mal gestreamt. Am Stück. Ob wir heute am Stück schaffen werden, also falls nicht, dann machen wir es an einem anderen Tag kurz fertig. Luigi Amiibo lässt die Geldgeistermöbel leuchten und gibt einen goldenen Knochen, falls man mal versagt. Soll ich den nutzen? Warte, ich guck gleich mal. Wo kann ich denn? Achso, die Lautstärke passt, hoffe ich doch mal. Kann ich vielleicht bei Toddy Boy Amiibo nutzen? Nun, mehr kann ich für dich im Moment nicht tun. Das heißt... Speichern. Zum Labor. Okay. Weil so ein Knochen, wenn man down geht, ich meine, wir haben es jetzt auch schwieriger. Ne? Will man nichts unversucht lassen. Ah, da steht Samibo. Ist ja nicht so, als hätte man es gerade gesehen. Gibt es noch welche andere, die was bringen? Außerdem... Ach so, ich habe jetzt... Da muss ich mich erheben, weil das... drahtlose Verbindung. Dann brauche ich das Ding dafür. Das ist ja kein New 3, das ist ja ein alter 3, der ist auch so manchmal ein bisschen kälter hier. Heizung auf 5 funktioniert hier nicht. Der Chat ist übrigens verschoben. Der arme Markus. Da wird mir ganz warm ums Herz, SVMG. Wenn ich euch alle sehe im Chat. So, Luigi. Ist egal welchen, oder? Mal sehen. Ich mach das an. Dann packe ich dieses wunderbare Gerät aus. Anders kann man halt nicht Amiibo scannen auf dem alten 3DS. Habe ich? Bitte entferne das Amiibo. Schon wieder. Du hast die Gelegenheit zu einer Wiederbelebung, wenn deine Gesundheit auf 0 gesunken ist. Außerdem leuchten Möbel nun auf, in denen sich ein Flinkgeist versteckt. Buhu und Toad. Bringen die alle dasselbe? Habe ich das im Let's Play gezeigt? Mario, die Giftpilze in der Villa haben sich in Superpilze verwandelt. Schnapp dir eine, damit deine Gesundheit wieder aufgefüllt wird. Toad und Buhu nehme ich jetzt noch.
Ist auch schön, damit ich dieses Vermögen an der Wand auch mal benutzen kann. Tricor, Hallöchen. Toad, du kannst jetzt Toad ansprechen, damit deine Gesundheit wieder aufgefüllt wird. Und Mr. Boohoo. Tricor tritt der Bombenbande bei. Vielen Dank für den Support, die Unterstützung. Happy Halloween und danke fürs dabei gewesen sein. Also, es klingt schon wieder in Vergangenheitsform. Danke fürs dabei sein. Tricor, ich gebe mein Bestes, dem gerecht zu werden. Boohoo, auf der Karte werden jetzt die Aufenthaltsorte von bis zu 3 Boohoos in der Villa angezeigt, die bisher nicht eingefangen werden konnten. Von Mario, Luigi, Toad und Boohoo. Der leuchtet im Dunkeln, der ist eklig. Aber der Luigi war wichtig für den goldenen Knochen, ja, und das muss ich sagen. Gut. Jetzt ist eigentlich einfacher als die normale Villa. Wir gucken mal, ne? Es wird grausig. Es wird katastrophal. Mein Gameplay. Vor allen Dingen, das hat doch mit Neigen des 3DS funktioniert, ne? Wenn ich jetzt nochmal versuchen darf. Ja, man muss den 3DS neigen. Wie drehe ich mich? L. Aha, Steuerkreuz. Das wird schief gehen. Yeah, yeah, yeah. Das wird mein schlechtester Luigi's Mansion Run ever. Bin total unvorbereitet. Gib mal her hier. Gib mein Bestes, aber so Verstecke. Wo der ganze Stuff war und so. Schwer zu sagen. Da könnt ihr mir helfen. Also wenn ihr wisst, da kommt gleich ein großer Edelstein oder so, dann sagt mir Bescheid. Das geht nicht nur mit Neigen. Hab das ohne gespielt. Jedenfalls. Probier mal B gedrückt halten, dann kann man, denke ich, auch nach oben und unten steuern. LP Markusher 1000. Das erinnert mich an die Sache. Vielleicht mal ganz kurz die Giftsubs anpassen. Wo ich das denn da? Die waren ja eine gute Ecke zu laut. Wieder ein Monat geschafft. Na, habt ihr alle auch schön eure Uhren umgestellt? Ah. Doppelpunkt, runde Klammer. Ja lol, eigentlich haben wir schon fast 22 Uhr, ne? Nach Sommerzeit. Gift Subscription, Sound. Oh nee, das geht nicht einzeln einzustellen. Oh, dann ist ja suboptimal. Dann mache ich insgesamt ein bisschen leiser. Dann muss ich das nochmal einzeln rendern dafür. Vielen lieben Dank, LeoJ95, für den 40. Monat. Oh, man hat... Warum sieht man das? So, lass mal gamen. Lass mal gamen jetzt. Die Geister haben heute eine Chance gegen mich. Also, ich soll B gedrückt halten. Dann kann man nach oben unten, aber nach links und rechts, ne? Muss ich das Steuerkreuz benutzen. Vielen Dank fürs Follow. Ja, durch B gedrückt halten kann ich nach oben und unten machen. Das ist das Ding. Hurry! Hab gestern House of Ashes durchgezockt. Oh, ja. Also atmosphärisch ist das Spiel top. Auch die Kulissen in den Höhlen und Tempeln sind wirklich sehr gut gelungen und es sieht vor allem am Ende echt gewaltig aus. Ich hab das Ende gesehen, ja. Also wie gesagt, ich war so kritisch, dass ich mir das Ende hab spoilern lassen. Vielen Dank fürs Follow, Hurry. Danke für den Euro. Und, ja. Okay. Kannst du immer noch mal bringen. Noch ein Euro von Hori. Nochmal danke.
In den Sequenzen geht auch echt viel ab, nur leider kann man auch in großen Kämpfen nur wenig beeinflussen, sondern es sind größtenteils einfach Sequenzen. Die Vorgeschichte war auch richtig nice erzählt. Ich weiß nicht, was der Maurice sagt. Cheer 100, Moment mal. Das ist ja die NTSC-Verstecke-Villa. D. Unsere PAL-Villa war gespiegelt und hatte andere Geister. Also, wir sind original unterwegs. Originaler geht's nicht, Maurice. Danke für 100 Bits. Reden wir gleich nochmal drüber. Ich werde das Game noch mindestens noch einsmal durchzocken, um mehr darüber urteilen zu können. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich aber sagen, dass ich Little Hope noch ein kleines Stück mehr mag, allein wegen der Story. Es ist aber auf jeden Fall gelungen. Ihr seht, ich bin gar nicht mehr in Form. Die Geister kriegen mich voll dran. Danke, Hori, für insgesamt 3 Euro. Das hört sich natürlich gut an, ne? Das macht natürlich Appetit, ne? Also wenn mir irgendwann danach ist, ich kann House of Ashes immer noch machen. Mit B geht nicht zur Seite? Auch beim Saugen dann? So. B. Oh, doch, du hast recht, warte. Doch, doch. Das ist der Clou. RZ, hast du vollkommen recht. Hori mag bestimmt auch Liz sehr gerne. Ja, und das Ende von Little Hope ist, sag ich mal, auch, ne? Viele hassen es, aber ich finde es eigentlich einen schönen Plot-Twist, der ja, ein bisschen merkwürdig, aber trotzdem, der alles erklärt, zum gewissen Grad. Ja, die Geister sollten hier noch nicht sein, ne? Ist es in solcher Action-Passage denn zu laut? Oder würdet ihr sagen, weil ich kann den 3DS quasi einfach leiser stellen. Ja, die Mäuse haben hier eigentlich auch nichts verloren. Das ist die versteckte Villa. Da sieht man's. Belastend. Aber in all den Jahren immer wieder gestreut. Ja, vielleicht noch ein paar mehr. Das wäre cool. So, anstatt einen Giftpilz gibt es den Superpilz. Und den kann ich auch sehr gut gebrauchen, ja. Ton passt, dann ist okay. Schreckweg 0816. Beziehungsweise, wenn er so genauso heißt wie auf dem GameCube. Was ich jetzt glaube, aber man darf ja nur mal fragen, man darf ja nur mal kritisch sein. Okay, das ist cool mit den Pilzen jetzt, ne? Ich ja, dachte mir schon, warum habe ich so wenig Energie? Das darf nicht wahr sein. Aber so geht's eigentlich. Gestern haben irgendwie noch mehr KP, das hatten sie auf dem GameCube nicht, auch nicht in der versteckten Villa. Also. Mehr Original kann man nicht unterwegs sein, sage ich euch. War hier nicht irgendwo ein Geldgeist? Mehr Original geht nicht. Auf dem Original 3DS. Original europäische 3DS-Version. Ganz normal durchgespielt. So ist es in der deutschen 3DS-Variante. Warte, warte. Wenn hier doch der Geldgeist war, dann muss ich das erst machen. Ne, der kommt nicht. Alles anders in dieser Version. Timmy, Techniker Torge. Man kann sich schon denken. Hätte gern die technischen Details des Streamplans für die ersten Novemberwoche des 2021. Kalenderjahres nach unserem Herrn. Ist angekommen. Cheer 100, korrigiere, diese Version hat andere Geister. Aber wie gesagt, die NTSC-Version hatte auch eine versteckte Villa, wo die Geister nur mehr Schaden gemacht haben.
Wir mit der PAL-Version haben eine Spiegelvilla bekommen, mit anderen Geistern in den Räumen, mehr Schaden und gespiegelt. So war das damals auf der GameCube. Auf dem GameCube! Direkt enterbt! Den Maurice direkt enterbt, Alter. Der GameCube. Auf dem GameCube. Danke für 100 Bits. Geldgeister sind woanders, wegen der Luigi-Amiibo. Na dann, RIP. Wenn ich sie entdecke, entdecke ich sie. Ich spiele aber übrigens noch ein ganzes Stück schlechter, weil ich einfach auf dem 3DS spiele. Ich habe halt auch so große Hände, jetzt kann ich es auch mal zeigen. Ich muss hier saugen, aber ihr seht, hier ist das verdammte Ladekabel. Der Akku ist halt kaputt. Ich muss so ein bisschen mit der, keine Ahnung, ein bisschen drankommen und dann wild buxieren, ne? Es geht doch nichts über einen schönen Controller, ne? Das zeigt mir nochmal, was für ein Schrott das eigentlich ist. So, auf dem unteren Bildschirm wird mir angezeigt, wo der Schlüssel zu verwenden ist. Was denn, oh Mann? So, der Streamplan. Mir ist der normale 3DS viel zu klein, hat er immer ein XL. Ja, das ist ein Aufnahme-3DS, denn... Vielleicht gab es den auch irgendwann mal als Aufnahmevariante, aber... Jedenfalls nicht 2012. Im Citra. Und der ist halt auch noch hier an der Fläche dicker wegen dem, ne? Wegen der Capture-Karte. Pionier! Kann leider nicht lange bleiben, aber Support muss sein. Viel Spaß euch. Danke! Blue Shell TV! Also der Toad kann mir auch jedes Mal die Energie auffüllen, weil das hat er gerade nicht getan. Ja, da boxen wir uns heute durch, das ist auch kein Problem. Mario! Ich muss ein bisschen sauber machen hier. Nein? Geht die nicht weg? Ich dachte schon. Okay, RZ hat die Details. Zock doch mit dem Citra-Emulator. Schön mit 10-mal originale Auflösung. Hast du einen Controller, den du benutzen kannst. Yeah, yeah. So, hast du schon mal Citra benutzt, gleichzeitig gestreamt? Weil OBS verbraucht auch extrem viel Leistung. Hatten wir heute schon das Thema. Und da habe ich auch keinen Spielstand für die versteckte Villa. Deswegen sprach einiges dafür, heute so zu spielen. Das ist natürlich ein Argument. Würde ich machen, aber es wird ja gestreamt. Und da gibt es ja durchaus ein paar Performance-Probleme auf meinem PC von 2014. Hä? So. Deswegen, die perfekte Lösung gibt's nicht, aber gerne bin ich derjenige, der für euch ein bisschen... Also ich spiele ja auf YouTube neuerdings auch mit der zitronenhaltigen 3DS-Variante. Wie gesehen mit Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Hatten wir noch irgendeinen? 3DS Let's Play Paper Mario Sticker Star war von Citro. Citro? Citro? Citru? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und ja, Mario Kart 7 wird noch kommen. Captain Swan, danke für den 43. Monat. Für den Support, die Steuerung. Die Steuerung. Ich kann heute nicht. Die Unterstützung, Captain Swan, dankeschön. Bist du sicher, dass die versteckte Villa ist? Ja, ich habe am Anfang die versteckte Villa ausgewählt. Und die Geister sind auch schon da, wo sie nicht sein sollten. Citra, Entschuldigung. Die ist nicht gespiegelt, ne. RZ hatte eben ein Dokument mit den ganzen Details aufgelistet. War hier nicht ein Käsestück oder so? Oh mein Gott!
Geldmaus. Manche Sachen erinnere ich mich wenigstens. Es gibt sogar HD-Texture-Packs für Citra. Okay, welchen Teil von ich kann nicht Citra benutzen und damit gleichzeitig streamen aufgrund der Performance, hast du nicht verstanden? Ja, würde ich gerne machen, würde ich privat so machen, würde ich für Aufnahmen machen, aber OBS streamen ist halt schwierig. Irgendwann ist mein PC halt erschöpft. Dann laggt es vor sich hin wie Sau. Haben wir alles schon gesehen. Also, ich verstanden, ich bevorzuge das auch. Aber das ist halt jetzt gerade nicht so möglich. Das ist das Problem. So, also, Torge. Torge will den Streamplan für nächste Woche. Mittwoch. Mittwoch Super Mario Brothers 3. Eigentlich haben wir da mehr als genug Zeit für alles. Aber... mal gucken, wie es läuft, nicht? Vielleicht machen wir da noch was anderes, aber auf jeden Fall eingeplant für Mittwoch. Super Mario Brothers 3. Natürlich Retro Achievements. Es war nicht an mich gerichtet. Und ich habe mich angegriffen gefühlt, sorry. Welchen Rang wird Markus bekommen? Einen schlechten. Es wird doch heute eh nichts. Freunde, seid doch realistisch. Kann man wirklich alles an Geld, Edelstein, Goldbarren und so weiter einsammeln? Ich weiß es nicht, ich habe die noch nie gespielt. Aber ich weiß, auf dem GameCube konntest du den höchsten Rang nicht erreichen, sondern nur in der versteckten Villa. Du warst auf dem GameCube. Ja, der höchste Rang blieb dir ansonsten verwehrt. Hallo LP Markus, ich wünsche dir schönes Halloween, was Süßes raus, sonst spukt's im Haus. Und viel Spaß noch zum Zocken, wo Hayo Shamrock 100 Party 100 Breit 100 Cheer 100 Highguys 100. Vielen Dank für die 500 Bits in Lady. Dankeschön für den Support. Ebenfalls Happy Halloween. Dankeschön. Hallo Kadaking, lies genauer. Lies genauer. Welcher Rang wird Markus bekommen, falls er es heute schafft? Ja, aber ich sehe da keine... ich kann mir das nicht vorstellen, es heute zu schaffen. Dead Molder, hallöchen. Willkommen. SMB3 kann man auch auf Emulator spielen. Ja. Weil NES und 3DS sind ja so ziemlich dasselbe System. S-Rang? Ja. Den kann man halt in der normalen Villa nicht schaffen, sondern nur in der versteckten. Das ist ja das Ding. Kannst aber natürlich die Geldgeister verhauen. Wie gesagt, ich bin weder in Form, noch kann ich mit der 3DS-Steuerung um. Deswegen spielen wir das heute casual durch. Das war halt auch... hä? Das war halt auch das Ding. Deswegen hatte ich ja nach dem 3DS Let's Play auf Twitch Luigi's Mansion für ein GameCube Let's Played. Weil ich mir dachte, okay, ich will das eigentlich mit geiler Steuerung nochmal erleben. Ich glaube, nur in der NTSC-Version kann man Rang S kriegen, oder? Auch in PAL, aber nicht in der normalen Villa, sondern nur in der versteckten Villa, meine ich. Mittwoch, Super Mario Bros. 3 Retro Achievements. Freitag, kann sich der Torge eventuell auch denken, denn er ist herzlich eingeladen mitzuspielen bei Mario Party Superstars. Ja, da werden wir was auf die Beine stellen mit Leuten aus unserer kleinen, aber feinen, mittelgroßen Community. Da werden Leute nächsten Freitag bei mir auch mit dabei sein. Wie der Bluesy. Oder Torge, Timmy. Vielleicht aber auch Prumpi. Oder Horri. Ins Detail gehen wir dann noch. Da wird was auf die Beine gestellt, da spielen wir Mario Party Superstars zusammen.
Ja, ihr müsst euch erschrecken, Leute. Deswegen ist der Giftsab noch so. RZ, danke für den Giftsab an Deadmolder. Dankeschön. RZ, hoffentlich freut sich Deadmolder. Stufe 3 Abo. Stufe 3 Abo geschenkt. RZ, meine Freunde. Und nächste Woche Sonntag. Torge, schreibt dick hin Retro-Achievements. Ich habe ein bisschen was vor, ich habe Ideen. Das wird vermutlich so mehrere Spiele geben vom Format Waluigis Taco-Stand, ne? So ähnlich. Also, das wird unterhaltsam. Ich denke, unter... Ja, ich verrate noch nichts. Aber machen wir Sonntag Retro-Achievements Day. So, der erste Boss. Die Alerts sind immer noch zu laut. Ja, ich weiß, ich kann es jetzt nicht gerade sofort ändern. Es ist doch nur der Giftsab-Alert meines Wissens, oder? Hat er vorhin gesagt, dann müsste ich das komplett neu rendern, den Sound für die Giftsubs. Ich bin nicht so, als ich was denn? Ich sag doch nur, wie es ist. Ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Mir geht's gut, Freunde. Ich hatte eine super Zeit mit Mario Party Superstars. B oder C ran? C wird mich schon enttäuschen, wenn ich ehrlich bin. LP Markusher 100 BTW, hast du meinen Tweet gelesen mit Speicherfunktion? Nintendo hat es geschafft, mal richtig gutes System einzubauen, Mario Party. Was genau? Hallo Kadaking, ich weiß jetzt nicht, was für ein Speichersystem? Speicherfunktion? Da habe ich wohl nicht alle Tweets mitgekriegt. Geht's deinem Gemüt nicht so gut? Was soll ich darauf antworten? Was, hast du eine Frage oder wie ist denn... Danke für den Resub. Im sechsten Monat. Rote Bombe, N-Lady. Dankeschön. Ruffy Boy, Happy Halloween. Street hat ein Video zu Halloween hochgeladen. Das ist richtig gut gelungen. Ich habe das von Musician gesehen. Das war auch nicht schlecht. Also es war ziemlich gut von Musician. Das von Street habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Hatte nicht so viel Zeit. Hatte nicht so viel Zeit, ne? 18 Parts Mario Party gerendert. Sag mal, gibt es noch mehr Tricks, um die einzusaugen? Man muss doch nur dagegen halten, oder nicht? Und wann anders... Ach, das... Online. Mario Party Superstars online zusammenspielen und wann anders weiterspielen. Das klingt absolut nicht Nintendo-typisch. Also, positiv überraschend. Quasi. Was sind deine Meinung zu den Glücksfällen in Mario Party Superstars, Markus? Hab's auf Twitter mitbekommen, dass es viele aufregt. Ja, über Glück oder Pech sich aufzuregen bei Mario Party... Kampf gegen Windmühlen, würde ich sagen. Ja. Ich sag mal, sowas fällt in manchen Feldern mehr auf, dass Leute zu viele Münzen haben. Ich glaube, im Spaceland hatten alle zu viele Münzen, war das so? Ich fand Woody's Woods am schlimmsten, aber wegen... Weil sich jeder einfach nur goldene Röhren gekauft hat und es ging halt nur darum, quasi zum Laden zu kommen, um goldene Röhren zu erwerben. Irgendwie hat das komplette Konzept von Woody Woods aus dem... Irgendwie hat das es komplett rausgenommen. Das ganze Spielbrett quasi sinnbefreit. Also wenn, dann sind mir in verschiedenen Brettern verschiedene Probleme aufgefallen. Ob ich das jetzt alles an... kannst du natürlich den Glücksfeldern... Das ist die 3DS-Steuerung, ne? Ich möchte es anmerken. Das ist, warum ich ein bisschen Probleme habe. Zu viele Münzen? Ja, das ist... Das weiß ich nicht.
Kann sich auch jeder problemlos beim Buhu quasi einen Sterneklau leisten. So, aber ich sagte euch auch, ne, ich hatte es getweetet. Und viele haben auch Unverständnis gezeigt. Und zwar hatte ich geplant, jetzt lauscht meinen Worten. Ich habe natürlich jede Map einmal gespielt. 5 Maps, das sind am Ende des Tages 15 Parts. Je 3 Parts pro Map. Und nach den 15 Parts dachte ich mir, Minispieleberg. Dann Online-Partien gegen Randoms und irgendwann am Ende auch die Enzyklopädie. Und ich habe einen Knochen. Kann ich den wiederholen, wenn ich den Amiibo wieder scanne? Ja, ich komme halt mit der Steuerung nicht zurecht. Das ist das Ding. Da ist kein Ball übrig. Der tut so, als könnte ich ihn mit dem Ball treffen. Ja, ich habe dann Minispieleberg. Ist halt keine Minispielinsel. Das hat mich enttäuscht. Also macht schon Spaß, aber ich dachte, da bin ich jetzt 10 Parts beschäftigt. Das ist halt nicht drin. Das ist halt ein Part und dann ist es gezeigt worden. Und Online-Partien gegen Randoms war halt sehr belastend. Weil die halt sofort abgehauen sind. Die landen auf dem Bowser-Feld und disconnecten dann. Ja. Da haben Leute mir unter den Tweet geschrieben, ja, aber man kann dann wieder einsteigen nach Internetproblemen. Nein, das hat nichts mit dem Online-Modus zu tun gehabt, sondern dass manche Leute einfach nur, weiß ich nicht, ein bisschen unsozial sind. Also ich habe dann 2 Partien aufgenommen, online gegen Randoms. Und ich sag mal so, das wären ja 6 Parts gewesen. Ich hab's in einen Part zusammengeschnitten, weil es ist ja nichts passiert. Ne? Alle Mitspieler sind verschwunden. Alle sind gegangen. Die 3 Mitspieler aus dem ersten und die 3 Mitspieler aus dem zweiten. Einer ist auch wieder gejoint und dann wieder gegangen. Was für mich so wirkte, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es sah so aus, als wollte er halt das Spiel verlassen und ein neues Spiel starten. Und statt einem neuen Spiel wurde halt zu uns zurückgeschickt. Ja? Und, nee, das will ich nicht. Ja? Nur weil hier Daisy auf dem Geburtstagstortenbrett, sag ich mal, bei der Blumenlotterie bei Goomba zu Bowser geschickt wurde, dann geht die. Ja, ja, was ist denn das? Ja, also ich hatte bestimmt auch Pech, ja. Und dann war ein anderer dabei, der ist lange dabei geblieben, der hat halt nicht gedrückt. So, Waluigi ist dran und dann wartest du halt. Und dann mache ich die Sticker mit komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und er drückt halt nicht. Und irgendwann geht's von automatisch, ne? Und auch wenn ein Minispiel startet, da ist da das Training, ich drücke weiter und er drückt das nicht. Bin mir nicht sicher gewesen, ob der überhaupt wusste, dass man da drücken muss oder ob das ein Ladebildschirm ist oder was. Das Training kannst du wegdrücken. Ja? Hat er nicht gemacht, er hat auch nicht trainiert, hat einfach die Zeit abgewartet. Immer 30 Sekunden, bis es automatisch startet. Ja, also da hatte ich schon einen menschlichen Abfall tatsächlich und das werde ich auch komplett zeigen. Da werde ich die besten 10 reinschneiden davon. Ja, das wird großartig. Das zeigt's halt, ne? Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, alles klar, online gegen Randoms machen wir nicht. Wir machen auf Twitch mit euch, ne? Mit einigen, die man kennt aus dem Chat und so weiter. Sind das etwa die ersten Platin-Rahmen? Kann man sie überhaupt als Platin zählen lassen mit dem Baby? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, auf die Rahmen. Ich bin so in Erzähllaune gewesen wegen, weil das hat mich schon aufgeregt, das war gestern. Ja, und dann hatte ich auch nichts mehr zu zeigen, außer die Enzyklopädie. Und dann habe ich die voll gemacht und dementsprechend mit 18 Parts gestern das Let's Play vollständig aufgenommen.
Nachdem, ja, der Minispielberg nicht so viel war, wie erwartet. Und online gegen Randoms halt nicht vielversprechend ist. Mario Master hatte beim Minispielberg online den übelsten Lag gehabt. Selten, selten, selten. Auf dem Gamecube ist in der versteckten Villa stockdunkel, dass man gar nichts ohne Taschenlampe sieht. Ist echt besser, online gegen Freunde zu spielen und nicht gegen Randos. Ja. Ja, hätte man sich eigentlich denken müssen, ne? Aber... ich hatte ein bisschen Hoffnung. Ich habe auch gesagt, vielleicht sind es ja auch zweijährige Kinder, die da nicht wissen. Man weiß ja nicht, wer auf der anderen Seite ist, ne? Also halt schon eine sehr... schlechte Rate, so, sag ich mal. Ja, deswegen, am Freitag mit ein paar Pappnasen von euch. Aber ja, Party 64, na, wie war's? Oder wie wär's? War das ein Geldgeist? Ich doch niemals! Ach, komm schon. Ich hab ihn gekriegt. Ja, die versteckte Villa nervt einfach nur mit mehr Geistern, ne? Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Ist einfach nur ein belastender Teil mehr. Ja, also da hat sich wirklich der größte Abschaum gezeigt, den ich hätte bekommen können. Deswegen gibt es das schön von mir zusammengeschnitten mit den, ja, unsozialsten. Ich nenne es unsozial, das hört sich besser an. Unsozialsten Szenen. Ich muss den Chat noch ein bisschen nachholen. Warte. I am Daisy. Die Taschenlampe nicht richtig ausleuchtet. Ja, aber Dunkelheit ist jetzt auch nicht so mein Ding. Also ich würde tatsächlich das normale Gameplay von Luigi's Mansion bevorzugen. Das ist, ich sag's, wie es ist. Best of Mario Party Superstars Online. Nee, wie gesagt, 2 Stunden Material in einen Part gepresst. Timmy wird auch abhauen am Freitag. So machen wir das. Enterbt. Der Boss war Silber, aber die anderen waren Platin. Ja, die habe ich aber auch hinbekommen, ohne abzusetzen. Vermutlich aber auch, weil ich eben Superpilze bekomme statt Giftpilze. Das macht schon was aus. Das macht schon was aus. Mit dem Salty Markus. Ja, zu Recht, aber ich... ja, jetzt nicht mehr, Timmy. Ja, dann bekommt man was von dir, Markus. Ihr bekommt immer beste Unterhaltung. Und... ja, guck mal. Was bekommst du? Ein Stufe 3 Giftsub, Wario Homer von RZ. Dankeschön, Mann. Und auch gut, dass der untere Bildschirm mir zeigt, wo ich lang muss. Weiß ich nicht sofort. Da muss ich gar nicht nachdenken. Nachdenken entfällt, finde ich gut. vielen Dank. Also ich weiß, der Giftsub Alert ist zu laut. Es tut mir leid. Ich werde das wirklich einstellen. Aber jetzt im Stream geht's halt nicht, ne? Da müsste ich rendern. Ich dachte, man kann das selbst und manuell einstellen. Ist aber auch nicht der Fall. Was sind das für kleine Geister? Die sind auch neu an der Stelle, oder? Die sind alle mit eingesaugt hier. Ich dachte, er hat mich gerade It's No Use mäßig wie Silber der Hedgehog in die Ecke gedrängt, wo ich mich nicht mehr lösen kann. Ich tauche normalerweise im Garten auf. Stimmt, diese kleinen Viechers. Wisst ihr, wann wir das nächste Mal Luigi's Mansion spielen? Wenn es GameCube-Retro-Achievements gibt.
Dann ist Luigi's Mansion ein heißer Kandidat. Na, das rattert ja. Joy-Con zu Mario Party für 99 Euro im Angebot. Eigentlich ein guter Deal. Joy-Cons. Mario Party Superstars eigene Joy-Cons oder wie kommt's? Aber nicht mal aus Sammlerwert würde ich mir Joy-Cons zulegen. Und vielen Dank fürs Follow. Oh. Oh. Mario Sunshine, ja zum Beispiel. LP Markusher 108, ja, ich habe den OLED Switch geholt extra für Mario Party Online Party, weil mein anderes Switch und Account nicht Nintendo-freundlich Richtlinie ist. Darum hole ich mir alle Spiele, wenn es möglich, in Capbridge Mall, damit spare ich halt Speicherplatz eigenermaßen. Hab den OLED Switch geholt extra für Mario Party Online Party, weil die andere Switch und Account nicht Nintendo-freundlich Richtlinie ist. Ha? Huh? Was ist nicht Nintendo-freundliche Richtlinie? Dein Account? Wie kann das sein? Was meinst du damit? Vielen Dank für die 100 Bits. Was, 150? Die Energie von denen? Ja, meine. Wie viel haben die denn normalerweise? 50 oder so? Nie gewusst, dass man sich auf die drehenden Platten stellen muss. Einfach nur als Pack wird das angeboten. Hoffentlich kommen die Gamecube-Retro-Chiffins bald. Da geht's auch endlich bei Maurice los. Weiß nicht. Ist halt schwierig. Ist halt nicht so einfach. Und ich sag's ja, wenn GameCube da ist, ist auch die Wii legitimiert. Mit GameCube käme auch die Wii direkt. Ich wollte gerade fragen, warum das so matschig aussieht bei GameCube und Emulatoren. Aber es ist ja der DS-Port. Verständlich irgendwie. Guten Abend. 3DS. Jetzt machen wir mal einen Punkt. Jo, das war... mitunter so gewünscht. Natürlich sieht es auf dem 3DS-Emulator auch besser aus, ne? Aber wir spielen so authentisch, wie es nur geht. Hier mit. Hat man die Stampfattacke schön in meinem 3DS gesehen. Wäre natürlich noch geiler, wenn ich deswegen dann kaputt gehe. Danke, Dragon Twist, für die 6 Monate. Die damit einhergehende rote Bombe. Ja. Mehr Real geht nicht. Ja, für einen Stream kann man doch mal bringen. Ne? Das ist die Wahrheit. So sieht das Spiel aus. So und nicht anders. Du bist mir ein Dorn im Auge. Du kommst mal direkt weg. Dass du in so kleinen Räumen erstmal eine halbe Stunde kämpfst, ist schwierig. Mutabilias, willkommen zurück. Du hattest Geburtstag, ne? Hattest du Geburtstag, Mutabilias? Ich weiß es ja, ich will es ja nur hören. So, jetzt auch schon wieder her. Ich überlege, ob wir das schon angesprochen haben. Das sieht auf dem 3DS an sich anders aus. Nein. Hier ist nichts verändert. Das sind die Original-Pixel, die Original-Helligkeit, alles, wie es auf dem 3DS aussieht. Letzten Mittwoch. Gestern gefeiert. Auf jeden Fall alles Gute nachträglich. Ich glaube, ich habe nur nichts gesagt, ne? Deswegen. Alles Gute nachträglich. Wenn man nur die GameCube-Version in 4K-Grafik kennt. Gefühlt der Maler nur, dass in jedem Raum ist. Weil das Display anders ist. Welches Display? Also ich sag mal, ich habe einen Direktvergleich. Ja gut, kann man so sehen oder so sehen.
Die vielen Geister. Ach so, beim Maler waren die vielen Geister. Ja, ja. Belastend. Mir tut doch der Daumen richtig weh. Also der Knochen hier. Weil ich kann ja nicht, wisst ihr, wenn ich so spiele, ne, und mein Finger muss irgendwo hin, dann drücke ich immer hier an dem Knochen. Wenn ich jetzt die Finger so benutzen würde, würde ich mich total verkrampfen, wenn ich... Es ist... Ich weiß nicht, warum man 3DS nicht einfach ein bisschen hinten wie ein Controller formen kann. So ein bisschen Form geben. Damit in die Hosentasche passt. Verkrampft sich allein schon wegen der beiden Kabeln. Ja, klar. Und früher habe ich noch mit Delay gespielt. Ich hab Risen Paradise mit Delay gespielt. Mehr Sinn geht nicht. Ich habe quasi gehört, wo der Takt ist, aber mein Input kam ja später. Quasi. Also nicht zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe einfach den super Hard-Modus bei Risen Paradise gehabt. Normaler Geist wirst du statt 3 Geister von jeder Art 5 Geister von jeder Art bekämpfen müssen. Du hast halt so, als gäbe es keine Optionen. Meinst du jetzt wechseln oder was? Ich habe doch nachgeguckt, welche Optionen ich habe und ich muss mich für eine entscheiden. Darf ich mich aber trotzdem. Jede Option hat ja Vor- und Nachteile. Oder darf ich mich doch trotzdem über die Nachteile meiner getroffenen Option beschweren? Guardian! Willkommen! Jeden Mittwoch, jeden Freitag, jeden Sonntag ab 20.30 Uhr. Grüße dich, Guardian! Und Gu! Willkommen zurück! Luigi's Mansion 3 in The Virtual Boo. Alles rote Menü. Was hat er denn bei. Luigi's Mansion 2 benutzt sein DS. Und Luigi's Mansion 1 den Game Boy Color in der Variante. Gut, ich muss ganz kurz was erledigen. Ich bin sofort zurück in 2 Minuten. Ganz kurz, dann sehen wir uns wieder. Sekunde.
So, hallo Wii Gamer. Gewitter in Darmstadt. Hört sich so an, wa? Hört sich so an, wa? Wir haben die Buchus befreit. Wir haben die Buchus befreit. Wechsel doch einfach auf die GameCube-Variante. Und lad dir ein Save-File runter, mit dem du die Spiegelvilla zocken kannst. Ja, dann gib doch mal, mach doch mal. Jetzt weiß ich nicht, ob du das vorhin gelesen hast. Entschuldigung. Wie nervenaufreibend. Hier einfach mit Bits nochmal. Du hast übrigens im Let's Play damals den Kellnergeister bei dem Vielfraßtypen nicht eingesaugt. Kannst du ja mal noch tun, um die Galerie dahingehend zu vervollständigen. Cheer 135. Danke für die 135 Bits. Den Kellnergeist. Hat der auch nochmal... Das war ein normaler Gegner bei dem Vielfraß. Was habe ich denn jetzt für einen Schlüssel bekommen? Ich bin rausgekommen, tut mir leid. Stress, Stress, Stress. Kannst du einen Save-File bei GameFAQ runterladen? Happy Halloween LP Markushi. Ich stream doch gerade. Soll ich jetzt eine halbe Stunde pausieren und mir Sachen zusammensuchen? Wii Gamer, danke schön für den 41. Monat. Willkommen zurück. Für das Gemälde, wo alle normalen Gegner drauf sind. Hast ja nicht gewusst, was noch fehlt. Ich erinnere mich dunkel, dass da was war, aber... War jetzt auch nicht so schlimm. Ich will mal dran denken. Zu dem dicken, verfressenen kommen wir auch noch. Ja, also zu mir und dem Geist ebenfalls. Was ich besser fand auf dem GameCube auch, ist die Karte, weil ich muss jetzt irgendwie Touchscreen-mäßig da arbeiten, oder was soll das? Dass man sich die nicht einfach so angucken konnte. Wo ging es denn weiter? Ich muss nochmal fragen. Der Emote passt. Ja, ich frage mich jetzt auch, habe ich denn was bekommen da bei den Buhus? EZ hat sich heute das Let's Play nochmal gegeben. Und siehst du, ich habe mir... Achso, jetzt können wir die sammeln. Ich habe mir das 3DS Let's Play... Also, ich weiß gar nichts mehr. Ich habe das aufgenommen und seitdem... Seitdem nicht mehr. Ich war auch unzufrieden damals, dass ich nicht so gut von der Zeit war. Weil ich hatte natürlich ambitionierte Ziele. Ach, ich muss jetzt 5 Stück sammeln. So war das. So war das. Jetzt nach 5 Buhus sagt mir Professor Igitt, was noch so abgeht. Und hier in der versteckten Villa machen die Buhus auch mehr Stress. So war das, ne? Und Kirby ist ein Pikmin und in der Bombenbande. Dank RZ, das sogar auf Stufe 2. Kirby, RKR, hoffe, du freust dich. Ja, ich weiß, ich sehe die ganze Zeit die Karte auf dem unteren Bildschirm, aber ich wusste gerade nicht, ich sehe keinen Schlüssel, ne? Normalerweise siehst du ja einen Schlüssel, deswegen war ich am Grübeln. Wario Homer! Für den Hype Train. Jeden Boss ohne Schaden. Ja, das glaube ich. Das liest sich so einfach, ne? Jeden Hier Boss ohne Schaden. So, damit der Hype-Train startet. Wurde das anders vorgelesen? Dankeschön. Hype-Train ist am Start auf 87%. Ich danke. So, hier ist noch einer drin. Bulala. Das ist eine der anderen Kisten. Dankeschön, RZ, wow! Na? Na?
Also auch das letzte Mal ging der... Tier 1000, so damit der Hype-Train weit fährt oder so. Er hat schon mal den Outlet kaputt gemacht. Gerne wieder, dankeschön. Für 10.000 Bits schreien die Yoshis Hype-Emotes in den Chat. Erzähl, was hat dich denn eigentlich die letzte Zeit? Letzte Woche warst du nochmal da? Nee, Mittwoch meine ich. Aber die letzte Woche, was war da? Keine Zeit, kein Bock gefunden? Man will ja interessant bleiben für die Leute, nicht? Der ist jetzt in einem Raum, in den ich nicht zurückkehren kann. Ich hoffe, das hat Professor Igitt bedacht. Ich werde mal da hinten versuchen. Headset macht alles kaputt. Direkt auf Level 5, Alter, 10.000 Bits. Super stark, da wird er weit fahren. Ihr profitiert ja davon, ihr bekommt auch neue Emotes und so. Manchen ist das wichtig. Ich achte noch bisher gar nicht so hundertprozentig drauf. Aber jeder von euch, der reinbuddert, kriegt doch mehr Emotes. LP Marco Share 100 Hype Train. Markus, du müsst mal den Stream-Chat mal fixen. Ein paar Symbole sind komplett weg. Und wenn du dabei bist, kannst du auch updaten, wie Gründerabzeichen und so. Sag mir mal, was ich da machen soll. Was soll ich denn da fixen? Wie macht man das? Hallo Katarking, danke für 100 Bits. Ich weiß nicht, was soll ich denn da machen? Ich habe den Chat nicht gemacht. Ich poste in OBS da den Code rein und was läuft, das läuft, ne? Manche Symbole gehen nicht. Was war denn? Silberne Bombe und so? Das ist vergleichsweise neu gewesen. Was funktioniert noch nicht? Erzählt, ich habe unfassbar viele Videospiele auf PS5 und Switch, die ich weder an noch durchgespielt habe. Ich komme mal zu was. Aber Plot Twist, 80% der Zeit saß ich dann da, habe auf meinem Handy Videos auf YouTube angesehen. Von wem? Aber ein bisschen hast du gespielt. Was wäre denn so ein Spiel, das du verschmäht hast, RZ? Was wäre denn so ein Spiel? Aber ich kenne das, ne, mit dem Stapel der Schande. Denk mal, das kennt jeder. Ich habe immer noch Demon's Souls rumliegen und komme nicht dazu. Aber ich habe die PS5 jetzt auch wieder rübergeräumt, ne? Ich habe sowohl meine Xbox Series S wieder eingeräumt, komplett in Karton. Weil ich nicht weiß, wann ich die wieder brauche. Und ob. Und die PS5 ins Wohnzimmer. 107 ist eine schöne Zahl. Im Stream stand nur, ist eine schöne. Bist du schöne 107? Dankeschön für den Support für die Biddies. Mute Biddies. Dankeschön. Das Einzige, was anders ist, ist einfach nur das Mod-Abzeichen. Sonst halt der übliche Stuff mit Gründer und Abo. Weiß nicht, stört das so massiv? Tier 108 Markus, sagt dir das Spiel A Plague Tale Innocence was? A Plague Tale. War das nicht, haben die nicht damals gesagt, das wäre eine Corona-Simulation? Ja, da musst du den Virus eindämmen, oder? War das so? Verwechsel ich das? LP Marco Share 100 extra Bits, ich weiß auch nicht, aber du weißt auch, dass ein paar Sub auch den falsche Symbol angezeigt wird. Ja, weil es das neuere, bessere nicht gibt. Ne? Das ist halt so, Twitch hat irgendwann so neue Abo-Abzeichen hinzugefügt, wie, nach 9 Monaten. Da habe ich dann gesagt, das ist die silberne Bombe. Oder 18 Monate, das ist die smaragdgrüne. Man merkt es ja schon, ne, dass es nicht so geplant war. Das wird bei manchen dann halt nicht angezeigt. Wo ist er? In dem Flur. Aber da komme ich ja auch noch nicht hin. Ich kann es ja zeigen, wenn ihr auf dem unteren Bildschirm seht, wo der Buhu ist. Dann ist es ja der Flur, den wir noch nicht erreichen können. Das ist sehr unangenehm, dass die Buhus hier so rumstressen. Ja, ist schon ziemlich spät, ja. Real Life geht's auch drunter und drüber, also. Das ist belastend.
Das hat damit nichts zu tun. Dann verwechsel ich was. Ich habe mal irgend so ein Spiel gesehen, das war quasi auch, wie sich ein Virus, irgendein Virus, ne, wollen wir mal betonen, ausbreitet und dann hast du so eine Weltkarte offen und weiß nicht, als solcher Gegebenheit, du musst dann versuchen einzudämmen oder was weiß ich. Dann gezeigt nur das First-Up-Zeichen und die explodierende Bombe nicht. Die explodierende Bombe auch nicht? War die nicht Zwei-Jahres-Ding? Ja, da müsste ich vielleicht mal einen komplett neuen Chat von einer anderen Plattform suchen. Das ist halt der Tippy-Chat. Früher hatten wir den Streamlabs, glaube ich. Da gibt es ja noch Stream Elements, aber manche sind halt auch nur kompatibel mit dem und dem OBS. Also, das ist halt auch nicht. Ist halt auch nicht so schnell gemacht. Geht's aber auch ab momentan. Es nervt einfach nur, dass in jedem Flurgang alles. Wie kann so nichts für den alten Chat? Warte mal, wo haben wir denn den alten Stuff? Wenn ich hier rüber gehe? Oh, hier ist gar nichts. Ja, das ist auch neu. Ich glaube, das ganz alte habe ich gelöscht. Sehr witzig. Den alten Chat. Vielleicht. Müsste man sich mal hinsetzen, ne? Ich laufe ziellos rum. Warum weiß ich denn nicht, wo es lang geht? Ich muss hier noch rein, genau. Weil er Stufe 2 ist. Hat auch ein anderes Symbol. Liegt es an Stufe 2? Oft kommen mir Leute so mit Technik-Sachen, ne? Wenn es eben hieß, ja, komm, geh mal kurz Gamecube-Version rüber switchen, such dir eine Save-File, etc. Und jetzt, ne, dein Chat, da wird das und das nicht angezeigt. Ich bin doch nur am Zocken, ne? Ich mach die Technik mir einfach nur so, dass es irgendwie geht. Und dann will ich es am liebsten gar nicht mehr anfassen, weil es geht ja dann. Es gibt Leute, die haben Spaß an der Technik. Ich erinnere mich an den Z-Slayer, der hat sich Thumbnails erstellt für Let's Plays, die er niemals gemacht hat. Ja? Einfach nur, weil er Bock hatte, Thumbnails zu machen. Oder irgendwelche 3DS-Rahmen. Und, einfach nur zum Zeitvertreib. Und die sahen gut aus und die waren aufwendig. Man kann OBS auch sagen, welche Erweiterung man hat. Also Better TTV oder Franker Face. Vielleicht hilft das. Ich kenne mich halt nicht aus, ne? Was war jetzt Better TTV und was war Franker Face? Ich weiß es nicht mehr. Hat das was zu tun mit den Sounds? Genau, Wario Homer ist auch froh, wenn die Technik funktioniert. So, jetzt habe ich 5 Geister. Zumindest gesehen. Manche sind halt nicht. Nur ich habe 5 Geister. 5 von 50, ich sehe es. Manche so weit abgehauen sind, ist natürlich auch formidabel. Mach auch gefühlt jedes Jahr ein neues Stream-Layout. Ich bin auch nicht zufrieden, sag ich euch, wie es ist. Ich mag mein Stream-Layout irgendwie auch gar nicht. Aber ich weiß halt auch, bin halt unfähig, mir ein neues zu machen. Kann mir jemand von euch irgendeins machen, das mir gefällt? Was würde mir gefallen? Ich habe nicht mal Vorstellungen. So, wisst ihr, da ist die Problematik. Irgendwas, was irgendwie halbwegs gut aussieht. Ich habe ja dann irgendwann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, dann kaufe ich mir eins. Und das hier, was ihr hier seht, ist gekauft, aber das benutze ich halt auch nicht, ne? So, wo haben wir denn zum Beispiel. Was war denn das hier? Auf meine Cam. Hier die Games auf meiner Switch, die ich mir zugelegt und dann nie benutzt habe. Töm, Subnautica Below Zero, Crash Bandicoot N, Sane Trilogy, Mario 3D World Dingens, Yooka-Laylee, Super Kirby Clash, ja gut, das Sonic Colors Ultimate, Ori and the Will of the Wisp, New Super Lucky's Tale, Book Fables, das Spotify verwandte Hyrule Warriors. Wie du siehst, ist es eine lange Liste. LP Markusher 154. Das BOTW-verwandte Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung.
Man kann auch sagen, Hyrule Warriors 2, denke ich mal, ohne schlechtes Gewissen. Ja, was würde ich dir denn nahelegen, von dieser Liste was zu spielen, wenn ich die eins aussuchen müsste? Also wenn du Mario 3D World noch nie gespielt hast, dann wäre das natürlich ein wichtiges Ding. Oh, und der Rest ist halt alles, da muss man schon Bock drauf haben, da hast du recht. Danke für 154 Bits RZ. Okay, Homer könnte sich nicht mal wirklich ein Layout erstellen. Ja, ich, wie gesagt. Ich habe auch keine Lust, mich jeden Monat damit zu beschäftigen, so. Ich dachte, es guckt sich irgendwann weg, mein Problem. Weiß nicht, ich mag meine Facecam-Position nicht. Ich mag nicht, wie das da aussieht. Ja. Ja, Crash Bandicoot wäre auch hoch im Kurs, das stimmt. Okay, RZ, du hast Mario 3D World schon mal gespielt. Ja, dann ist vielleicht Crash Bandicoot eine gute Sache. So, Madame. Lieber Insane Trilogy als Crash 4. Ja, ich glaube, ich würde Crash 2 bevorzugen. Crash 3 auch. So, auf Anhieb. Weil Crash 1 ist halt auch ein bisschen altbackener, ne? Da hatten wir ja im Stream so ein paar Probleme. Ja, wenn man's kann, Hori, ne? Wenn man's kann. Versucht ihn anzuleuchten, aber Luigi guckt zu weit oben mit der Lampe. Bei Luigi's Mansion 1 und 3 ist nicht der Fall. Crash 4 ist das schwerste und asozialste. Ich weiß aber nicht, ob das auch, wenn du die 100% weglässt, immer noch zählt, das Argument. Aber es fühlt sich halt auch scheiße an, wenn du einfach durchmarschierst und nichts machst. Ne? Du willst ja bei Crash 4 halt, ne? Die Sachen haben. Aber ich habe es am Ende so getan, ne? Ich bin einfach durchmarschiert. Ein bisschen schlechtes Gewissen, aber war nicht zu ändern, weil die 100%... Ja, wie soll ich sagen, bei Crash 4. Für Veteranen. Input-Lag. Lustig zu lesen, wenn es eine asozial nennt und trotzdem die 100% anstreben will. Ja, ne, das ist halt so der Sinn hinter Crash Bandicoot. Ich sag mal, Banjo-Kazooie, die 100% sind ja angenehm und erfüllend. Bomben! Ich neige dazu. Das Bild? Ha? Also nochmal da drin. Hä, habe ich da nicht gerade einen Pilz rausgeholt? Erst war die Bombe drin, dann dein Pilz und der Buhu auch noch. Und willkommen zurück. Twin Sanity, nicht damit befasst. Ja, ich sag mal, Crash 4 hat mich dann mit Crash Bandicoot Gameplay übersättigt. So kann man es, denke ich, mal sagen.
So, wie sieht's denn aus mit eurem Halloween? Habt ihr Gruselfeeling? Also jetzt nicht wegen mir. Ich glaube, ich habe Whisper und Sans hinter mir, da muss man sich gruseln. Aber auch davon ab. So allgemein. Feiert ihr Halloween oder nicht? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, als ich ein Kind war, ich weiß nicht, woran es lag. Ich glaube, das war in den 90ern einfach noch nicht so verbreitet bei uns in Deutschland. True Story. No front, ne? Da hat auch keiner geklingelt, der Süßigkeiten einsammeln will. Und du bist doch nicht gegangen, um Süßigkeiten einzusammeln. Nicht wirklich, ne? Ihr stimmt schon zu. Gut, mit dem Baujahr 95, dann sah die Sache wieder anders aus. Aber vielleicht mitunter. Aber als Kind nur zweimal zu Halloween um die Häuser gezogen. Mehr auch nicht. Ja. Meine Schwägerin ist noch mit 16, 17, hat sich verkleidet wie die von Suicide Squad, die mit Batman was zu schaffen hat, ne? Wir kennen die Blonde mit den Zöpfen da. Und war heute mit dem einjährigen Kind auf Halloween-Tour. Und ich denke mir so, hey, warum? Ist das so wichtig? Gleich nach links. Ich schnitze gerne Kürbisse. Klar, in den USA war das immer verbreitet, ne? Da kam schon immer die Simpsons-Folge. Halloween-Spezial. Lufia! Cheer 100, ein ganz kurzes HIII an alle und dann auch schon wieder BYYEEE an alle. D. Ach, der hier. Also nicht nur der Shy Guy, sondern auch der Luffy, ja. Danke dir für 100 Bits, ja, dann hau rein. Schön, dass du reingeschaut hast. Für die Bits. Lieber Luffy. Ja, was soll ich sagen? Happy Halloween. Luffy. Kein Halloween-Fan, trotz meines Jahrgangs. Dass es für manche auf einer Stufe steht mit Weihnachten. Also ich sag ja auch Boomer-mäßig immer, ne? An Nikolaus gibt's ein bisschen Schokolade. Und das war's. Weihnachten war schon immer ein großes Ding. Ja, definitiv. Aber auch schon zu Kriegszeiten, sag ich mal. Jedes Jahr genervt in die Kansonic. Hier klingelt keiner. Es ist einfach dieses Jahr nicht mehr so verbreitet gewesen. Markus erzählt vom Krieg. Ja. Früher gab's an Nikolaus höchstens ein kleines Tellerchen, da waren 3 Tafeln Schokolade drauf. Sammelst du alle Diamanten diesmal? Ich weiß es nicht mehr auswendig. Zumal sich hier in der versteckten Villa ja auch viele Positionen geändert haben. Wird das hier kein überragendes Gameplay, sondern ich versuche irgendwie zu überstehen. Meine Hände sind schon ganz verkrampft von der 3DS-Steuerung. Ich brauch so, also ohne Controller ist es nicht, es ist nicht wert zu zocken. Ohne Controller ist nicht dasselbe. Hier gibt's ein Käsestück, ne? Aber die lassen mich nicht in Ruhe hier. Also hier gab's auf jeden Fall, ne? Wir wissen's. Die Mausefalle, gab es hier ein Käsestück und eine Mausefalle? Ein Mauseloch. Wer ist noch 2014 ein Let's Play, wo du ein paar verpasst hast und nicht den einzigen gekommen bist, wo die waren? Gute alte Zeiten. Alter, 2014. 2018 ja noch ein paar Mal durchgehämmert. Jetzt muss ich hier auch auf der Hut sein. Vermutlich in einer der Boxen wieder ein Geldgeist. Oder auch du. Kaki! An 6:11 Uhr. Kommt wetten, das hatte das heute in Dienen YT Video als Werbung gehabt. Glaube, 3. von 4 Werbungen. Muss ich nochmal gucken. Was? Danke dir vielmals für den Support, Kaki! Er schreibt. Was mit Wetten das? Ach so, am 6.11. kommt Wetten das?
Hat er ja in der YouTube-Werbung gehabt. Echt? Warum das denn? Mit Thomas Gottschalk oder was? Und wie? Einmalig oder? Weiß man auch nicht so genau die Details. So lange schon. 27 Monate sind eine Menge. Joking Flash, ich danke dir für den Resub. Jedes Mal aufs Neue. Vielen Dank für die Unterstützung, Joking Flash. Umfrage mitbekommen. Feiert ihr Halloween? Ja, da stimmt mal alle fleißig ab. Oben im Chat. Ob ihr Halloween feiert oder es euch total schnurz ist. Jetzt hier kein Geld für es entdecken können. Okay, mit Thomas als Special-Ausgabe einmalig sollte eigentlich schon mal kommen. Jaja, dieses Jahr ist natürlich viel besser. Wenn man so diesen Medienberichten glaubt, dann ist ja alles noch viel schlimmer. Ich finde das momentan nicht mehr schön anzusehen, was einem um die Ohren geworfen wird. In Sachen Corona. Und alles ist so schlimm. Und, oh Gott, es ist halt nur noch... Es ist halt nur noch belastend, bedrückend. Das sollten wir gar nicht mehr thematisieren. Ganz ehrlich. Sollten wir gar nicht mehr drüber reden. Ich feiere gerade mit Markus. Ja, also mehr Halloween-Stimmung geht doch gar nicht, ne? Ich finde schon, das ist nicht zu toppen. Ich habe mich noch nie so sehr für Halloween eingesetzt, für wie dieses Jahr, wie hiermit und jetzt. Oder hatte ich irgendwann mal... Was habe ich denn die anderen Halloweens gemacht? Passt mal auf. Was habe ich denn vor einem Jahr gehabt? Ich weiß es nicht. Vor 2 Jahren kam Luigi's Mansion 3 raus. Ne? Und vor 3 Jahren kam Deltarune Episode 3 raus. Episode 1 raus. Und da hatten wir, glaube ich, auch... Was war denn da? Ich glaube, wir hatten an irgendeinem... Wir hatten einen Stream mit Mario Party, nicht? Oder nehmen wir einen Banjo-Kazooie Race? Das könnte dann eher 2018 gewesen sein. Lässt sich halt merken, wenn der Wollo Geburtstag hat an Halloween. Ich kenne verdächtig viele Leute, die an Halloween Geburtstag haben. Geldmaus, Geldmaus. So, Umfrage. Ich guck mal rein, was da steht. Feiert ihr Halloween? Ich halte mich da raus. 73%. What the fuck? Ich gebe Kindern Süßes. 18, 17, 19%. Ich gehe auf Partys. Da! Das Geburtstagskind! Hallöchen! Danke für den Raid! Yeah! Guten Tag, hallo! Der schon wieder, ganz recht. Heute kein Blaskorps. Nein, nein. Mehr Halloween-Stimmung als bei mir geht definitiv nicht. Ne? Also, ich hab Plüschspinnen, ich hab... Luigi's Mansion im Angebot. Wer sich da nicht gruselt, da weiß ich auch nicht. Freunde, Hallöchen. Die 3DS-Version und die schwerere versteckte Villa. Authentic pur, ne? Von wegen Emulator-Kram. Alles original. Dankeschön! Grüße euch! Moin, moin, moin. Ja, und jetzt müssen natürlich, ne, meine Community, ob es mitkriegt oder nicht, auf jeden Fall, ne? Wisst ihr, wem ihr theoretisch zum Geburtstag gratulieren könnt? Ja, wird unangenehm, aber da müssen wir jetzt durch. So gehört sich das. Das ist wie mit Händeschütteln. Eigentlich will es keiner, aber es gehört sich halt so, ne? Grüße alle zusammen. Na, noch ein paar Retro-Achievements geholt. Wollos auf Toilette, man kennt's. Das macht er oft. Wenn's drückt, ne? Wenn's drückt. Dickbug! Hoffe, du freust dich über den Giftsub. RZ, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ach, jetzt muss ich ihn anzünden. Ne? Wieso streamt Wollo nicht gleich von der Toilette? Bring ihn nicht auf Ideen. Bring ihn nicht auf Ideen, sonst streamt er noch so viel, dass mir die Zuschauer abwandern.
wisst ihr, in diesem Hard-Modus überall die Geister, die einem LP Markusher 108 ja zur Slaps and Beans 2 hast du jetzt mitfinanziert? Weil heute ist sein Geburtstag gewesen. Alter, keine Energie mehr. Ich sollte mal ganz kurz hier in den Vasen gucken, weil sonst... Oder mit Toad reden. Das ist auch eine sichere Bank. Boah. Ich glaube, du kriegst mich auf den Fuß, ne? Ist es noch im Gange? Ist das noch möglich, da reinzubuddern? Das wird knapp. Das wird knapp. Muss einfach gerade zu Toad gehen. Merken. Ich will immer Hände schütteln, doch dann umarmen und Küsschen links, rechts. Naja, nee, weiß nicht. Ich persönlich da... kommt auf den Mensch an, ne? Aber prinzipiell mache ich das nur aus Nettigkeit Anne gegenüber. Küsschen links, rechts gibt's gar nicht. Ich glaube, es geht los. Was war denn hier? Der ist doch jetzt hier, ne? Muss die Kerzen ausmachen oder anmachen? Was hast du gemacht heute? Ja, nix. Videos gerendert. Mario Party auf YouTube. Und dann den Stream angeschmissen. Spülmaschine habe ich gemacht. Habe ich angeworfen mittendrin. Ist Over zu Ende? Gestern? Ist Over zu Ende? Ich glaube kaum, dass ich Markus das trauen würde. Ja, ich nicht, nee. Auf der Toilette ist eine ziemlich schlechte Beschallung, wisst ihr? Also da kann man... Die Soundqualität ist da nicht wie gewünscht. Aber ich kann den doch jetzt triggern, oder? Nee, ich muss erst warten. Der ist noch im Flur, ne? Man muss mit dem mitgehen. Mario. Oder der ist wieder, weil ich zu Toad gegangen bin, hat er sich quasi resettet? Muss man in einem Raum bleiben? Das kann schon sein. Sich resettet. Müssen wir eskortieren? So, und alle Wollo-Leuts. Luigi, danke für den Resub, Monat 2. Mit dem will man sich auch gut halten, habe ich gehört und gemerkt. Ein treuer Wollo-Supporter. Nächste Woche gibt's bei mir, ne? Um die Leute mal ein bisschen zu locken. Wo will der denn hin? Ne, Super Mario Bros. 3 Retro Achievements von mir am Mittwoch. Ja, Freitag gibt's von mir Mario Party Superstars. Ich spiele das mal in persönlicher Runde. Bevor ich da die Kollegen auf Augenhöhe oder über Augenhöhe damit belästige. Und ja. Ne? Sonntag weiß ich noch nicht. Ich hab keine Ahnung, aber. Yeah. Alucard Darking. Ganz forsch. Sagt er, ich soll es unbedingt lesen. Mizi, danke fürs Follow. Was sagt er? Was war wegen Slaps and Beans 2? Ja. Waren das alle 257? Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten. Wir werden es auch auf jeden Fall zocken. Und es ist schön, dass es finanziert wurde. Tatsächlich. Das freut mich tatsächlich. Aber ich hatte auch keine Zweifel, wenn ich ehrlich bin. Alter, warum ist hier so viel Ungeziefer? Kann was erleben. 2013 gab es an Halloween Sonic Hexe. Ist das schon wieder so lang her? Mein Gott, war das grausam. Die Leute haben mich so bedrängt und belästigt. Also oft gebe ich ja nicht nach, ne? Machst du mal Fortnite, machst du mal das und das. Aber Sonic Exe, ich konnte nicht mehr. Ich musste es einfach tun, damit ich endlich nicht mehr belästigt werde. Und ja, es war gespielt. Ich hatte ja zuvor noch das Veräpplungsvideo für Sonic Exe gemacht. Alter, 2019, Crash Team Racing, Halloween Event. Ja, da zieht's mir glatt die Schuhe aus, wenn ich daran zurückdenke. Bomben. Wilde Zeiten. Ich
fand den Fortnite-Stream ausreichend. Ja, alle 3-4 Minuten davon. Ich denke auch. Ja, ist halt schnell gedownloadet, ne, wenn es umsonst ist. Da ist die Hürde natürlich niedrig, aber es ändert nichts an der Sache. Erinnere mich nicht an Sonic Exe. Oh, was für ein Blödsinn. Okay, let's go. Sonic Exe Stream. Ja, da gibt es aber ganz viele andere Varianten. Ich hatte mal aus Sonic Generations den Sonic Exe, die Mod davon gezeigt. Und ach, es gibt ja auch viele Nachfolger davon. Und hast du nicht gesehen? Wer einfach nicht genug bekommen kann. Also es gibt so viele Hacks, aber das ist halt so oder Fangames, und das ist halt so ultimativ schlecht gemacht. Und ich finde auch auf keiner Weise gruselig, ist aber halt auch uralt. Bitte lass uns nicht darüber reden. Irgendwo hört es dann auch auf. Musikzimmer, ihr mögt Musik, habe ich mir sagen lassen. War hier nicht ein Trick, hier ist doch irgendwo das Käsestück. Alter, die spielt schon. Wenn ich jetzt noch in Form wäre. Das wisst ihr. Ihr dürft mir natürlich auch helfen, ne? Backseat Gaming, immer Beste. War hier ein Käsestück drin oder nee? Ich dachte schon. Es kann sich ja auch unterscheiden. GameCube oder 3DS-Version, versteckte Villa oder normale. Wer konnte das schon, Luigi? Ist was? Ist aber nix. Ach, später gibt's hier einen Geldgeist beim Stromausfall. Ja, das wusste ich doch. Habe ich doch gesagt. Solange hier noch Ruhe herrscht, wird gelootet. Where is my Prada, Luigi? Frage ist, wann der Hotel Transylvania 3 Monsters Overboard Stream kommt. Danke für 69 Bits, ja. Kappa. Hotel Transylvanien auch nie geguckt, wenn ich ehrlich bin. Sah für Animationsverhältnisse immer ganz schnuckelig aus, aber nicht gemacht, nicht geguckt. Und dann gab es dann auf einmal schon einen zweiten, dritten, vierten Teil, ich weiß nicht. Wird das nicht ein bisschen inflationär behandelt? Was denkst du, woran der Komponist dieses Stücks wohl gedacht haben mag, als er es geschrieben hat? Keine Ahnung. Metal, Leute. Daneben. Das war, ey Freunde, ich sag euch wie es ist, Luigi's Mansion 2002 von GameCube, das war ein Ding, als auf einmal was referenziert wurde aus einem früheren Mario-Spiel. Alter, das habe ich schon mal gehört. Heutzutage sind in jedem Mario-Spiel irgendwas. Irgendein Remix von einem früheren Soundtrack oder das wieder aufgegriffen. Da weiß man manchmal schon gar nicht mehr, woher stammt der Soundtrack, weil alles Mögliche, weiß ich nicht, überall verwendet wurde. Damals dachtest du ja auch so, boah. Bin jetzt auch mal überlegen, aus welchem Spiel war das? Das war SMB1, oder nicht? Ja, natürlich. Die bringen hier auch manchmal das Athletic-Theme aus SMB3 und fragen sie, aus welchem Spiel das ist. Die gefährlichsten Notenblätter, die Luigi's Mansion niemals zu sehen bekam. Was machst du denn jetzt hier? Bisschen viel, Mann. Ja, das SMB1. Aber das ist halt auch das Ding. Das SMB1 wird halt auch tausendfach geremaked, so. So, und du kannst mir nichts.
Keine Ahnung, habe ich auch gerade erschrocken, so ein bisschen vor dem Geldgeist. Jurismat! Es war sau cool, als man merkt, dass Nintendo seine alten Stücke nicht vergessen hat. Im Laufe der Zeit wurde es regelrecht überflutet. Jawohl! Ganz genau. Und keine Ahnung, mit der New Super Mario Bros. Serie ist halt auch, ne, alles durcheinander gewürfelt worden. Wir haben jetzt viele Wollo-Zuschauer da. Ich kenne den berühmt-berüchtigten Flattermann. Auch nur durch Wollo. Und ich habe davon natürlich, ne, das ein oder andere schon gesehen, ne, mit der Münzjagd und sowas. Aber so richtig ein Let's Play angeguckt hatte ich noch nicht. Als ich dann aber auf einmal die Tage ein New Super Mario Bros. Wii Let's Play von Alex Flattermann 85 in der Abo-Box sah. Ich habe nichts böse ahnend das Let's Play angemacht. Ich wusste nicht, also ich war nicht vorbereitet. Ich wusste nicht, was mir auf mich zukommt. Ich habe mit vielem gerechnet, ne? Aber nicht damit. Hat das sonst noch irgendjemand gesehen? Wisst ihr, wovon ich rede? Also, das ist cool, Markus Ehrenmann. Er ist ein guter Mensch, Alex Flattermann, aber ich sag mal so, dass seine Let's Plays so wie 2011, 2012 sind, ist ja nicht schlimm. Aber ich weiß nicht, wie kann man noch nie New Super Mario Bros. Irgendeinen Teil gespielt haben? Und das merkt man. Und wie soll ich sagen? Ich hatte viele Fragen. Man könnte glatt eine Reaction drauf machen. Er ist ein guter Typ, natürlich. Er macht den Job auch gut. Nein. Was war denn so? Er wusste zum Beispiel nicht, oh, hier ist Yoshi. Eigentlich ist auf dem Cover, ne, Yoshi drauf. Aber keine Ahnung, er schluckt die Feuerblume und sucht die Starcoin, ja? Aber er denkt sich, die Feuerblume wird nicht benutzt, obwohl ich die mit Yoshi gefressen habe. Ja, Yoshi behält die Feuerblume im Maul und er bemerkt es nicht. Und dann wirft er aus Versehen die Feuerblume in das Geheimversteck. Das ist so eine Wand, wo du durchlaufen kannst. Und die Feuerblume schmeißt er weg in das Secret Area und denkt sich, wo ist die Feuerblume und wo ist die Starcoin? Und ganz viele Sachen. Oder er hat das nicht verstanden. Im zweiten Level hast du so, wo du die Wiimote neigen musst. Und die Plattform neigt sich dementsprechend. Und er hat das überhaupt nicht hinbekommen. Wo man sich auch dachte, schade, ne? Ich stand ja auch selbst oft genug auf dem Schlauch. Ich sag mal so authentisch, ne? Authentisch 1+. Die tut auch Let's Play, da schaue ich mir manchmal was an. Die kenne ich jetzt auch nur von den Münz-Videos. Und er hat mich auch abonniert. Habe ich gesehen, im Dashboard gibt es ja so diesen Tab. Die neuesten Abonnenten nennt sich das. Aber da steht, monatelang stehen da dieselben Kanäle und das sind dann die ein paar tausend Abonnenten haben. Also die größten Leute, die einen abonnieren. Und da steht aktuell auch Alex Flattermann 85. Er soll unbedingt so weitermachen. Finde ich großartig. Ich glaube, wenn ich so, am liebsten würde ich da ein React drauf machen, nicht? Weil es so oldschool ist und weil es schon lustige Szenen gibt. Aber das würde wie veralbern rüberkommen. Das will ich gar nicht. Das ist ein guter. Waldemar, willkommen zurück. Selbst Peach Boys Verwandten haben New Super Mario Bros. Gespielt. Ja, er sagt halt auch so, was ist das? Das ist ja neu. Die Eisblume. Propellerpilz ist neu. Oh, Wandsprung in Mario. Das ist neu. Und ich denke mir so, neu. Ich weiß ja, wie er es meint. Das ist neu gewesen in New Super Mario Bros. Wii. Aber es kam halt lustig rüber, ne? Es kam lustig rüber. So, ich soll hier die Diener einsaugen. Dann muss ich die auch erstmal machen lassen, wa? Dann gönn dir, Bruder. Eisblume gab es schon in Mario und Luigi 2. Okay, dann halt auf Jump Runs bezogen.
Jens habe er viel Geld für eine Capture Card ausgegeben für die Wii, aber es gibt Emulatoren. Viel Geld halte ich für ein hartes Wort. Ach, die müssen erstmal. Die müssen dem erstmal Nachschub geben, wenn ich dem was wegsauge, glaube ich. Käse gibt's hier. Das reicht. Erinnert mich gerne daran. Sowas wie die Käsestücke und so habe ich. Kann ich schon mal vergessen. War doch an irgendeinem Stuhl beim. Unter ihm. Ah. Sag ich doch, unter einem Stuhl. Um mal die so einfach einzukassieren. Das ist noch ein Goldbarren, ne? Ja. So, und den da muss ich noch, ne? Der hat mir für die Galerie gefehlt. Zählt die Galerie denn zusammen? Weil ich kann ja bei Professor Egid die versteckte Villa und die große Villa auswählen. Den habe ich jetzt auf jeden Fall. Und schwupps ist der Teller leer. Wir waren garantiert nicht wir schuld. Nee, so Capture Cards sind ja. Weiß ich nicht. Was machst du für die Wii? Spiel, Wii-Spiele am besten von der Wii U und dann reicht eine stinknormale Elgato. Das geht halt auch. Die Wii hat halt noch Cinch-Kabel gehabt, ja, und da hatte ich halt früher auch so Capture Cards, aber die haben keine 100 Euro gekostet. Damals vielleicht so 80. Diese 2012er Capture Card. Das waren auch, keine Ahnung, komische Programme und all das. In Elgato sollte das alles vergleichsweise einfacher funktionieren. Er muss erschöpfen, ne? Wenn er mich nicht trifft, wird er irgendwann erschöpft sein. Vielen Dank fürs Follow. Herzlich willkommen. Oh, damn it. Dann darfst du nochmal. Der hat nur breite Schultern. Der hat schwere Knochen, der Herr. Ein schwaches Herz, das ist erblich bedingt. Also ich sag mal, durch den Mario Amiibo sind die Bossgeister viel einfacher, ne? Die reißen sich ja quasi nicht los. Wobei, der hat mehr Power. Halt nicht im Sinn, der hat Power. Elgato ist teuer, zu teuer. Ja, ich denke mal, jetzt habe ich mich da nicht schlau gemacht. Es gibt bestimmt inzwischen auch günstigere Alternativen, wenn man einfach hobbymäßig was aufnimmt. Elgato ist wirklich teuer. Die haben zwar auch gute Softboxen und so, also verständlich zu sagen, Licht für Facecam, wo du auch ein bisschen dimmen kannst und so. Aber das Licht kostet halt, also das nein. Ich bin jetzt kein Unge oder Monte, für den das Equipment ist. Ich bin auch keiner, der von Elgato das gesponsert bekommt. Dann haben Geister überhaupt Knochen? Verdammt! Auch dir Happy Halloween, Waldemar! Gibt's denn nach 3DS-Version sogar ein... Kennst du alle die bei Metroid nicht 100% weichfisch? Was stimmt nicht mit dir? Ich nenne dich auch nicht maximal unschön, beleidige dich. Seit wann muss man in Spielen 100% haben, wenn man diese nicht hat und wird beleidigt? Unglaublich. Heute will ich ein Eis. Bist du schon mehrmals aufgefallen? Kannst die Meinung haben. Aber kannst auch meine Meinung als, ich sag mal, ungeschickt formuliert bezeichnen. Aber ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass in Metroid Dread deutlich leichter ist als in anderen Metroid-Spielen. Denk mal, aber das war dir auch klar. Mario. Es ist und bleibt einfach befriedigend. Ja.
Ich will ein Eis, kommt auch nur zum Trollen und Motzen her immer. Gab's letztes Mal schon Diskussionen. Über dich hat man sich in anderen Streams sogar unterhalten. Schwieriges Thema. Ne? Also, es gibt ein großes Bild auf dem 3DS, wo alle Geister drauf sind. Da kann man Liste auswählen, kurze Beschreibung bekommen. Also, es gibt eine bessere Galerie in der 3DS-Version von Luigi's Mansion, das ist wahr. Also, die haben sich schon Mühe gegeben, das muss ich dazu sagen. Bei diesem Port, aber es ist halt immer noch ein 3DS-Spiel, ne? Das ist die belastende Sache an der Sache. Wozu braucht man Geld? Man kann doch eh nichts kaufen. Nee, doch, am Ende will Luigi eine eigene Villa kaufen, in der er leben kann, weil das ist hier eine geisterverseuchte Villa. Hat den Kühlschrank so auf, man tut sich sonst weh. Hab ich? Ich kann dem so, ne? Ja. Philipp Nugget Z für den Gift-Sub an Super Pascal. Auf! Man höre und staune. Stufe 3! Super Pascal, hoffe, du freust dich über den Stufe 3 Giftsub. Ehre geht raus an den guten RZ. Welches Spiel der Reihe ist das denn? Das Luigi's Mansion 1, das ist erstmals rausgekommen auf dem Gamecube, zum Gamecube-Launch. Luigi's Mansion 2 kam ja von 3DS. Und 2018 haben sich entschlossen, den ersten Teil auch nochmal auf dem 3DS zu remastern. Und 2019 folgte dann Luigi's Mansion 3 für die Switch. Also ist der erste Teil, aber für den 3DS deutlich später nochmal rausgebracht. Im Titelbildschirm auch einfach steht 2001 bis 2018. Als hätten sie irgendwie 17 Jahre hier dran gearbeitet. Von Crezzo, ne, das Entwicklerstudio Crezzo, auch verantwortlich für Ocarina of Time und Majora's Mask. Gibt's gut Informierte von euch, die wissen, was Crezzo sonst noch gemacht hat? Also in letzter Zeit? Vielleicht sind die mit irgendwas beschäftigt? Oder waren die nur fürs 3DS-Porten da? Wie gesagt, der User mit dem Eis ist immer nur zum Trollen und Beleidigen da, deswegen können die Mods ihn gerne bannen. Das ist eine sehr kleine Liste der gebannten User auf Twitch, deswegen hoffe, du freust dich. Und deswegen, du fällst nur negativ aus. Wie findest du das Spiel? Es war natürlich was anderes, Luigi's Mansion. Ich bin Fan. Ich mag auch die Gamecube-Version mehr. Würde ich sagen, es kommt halt wegen Controller, ne? Man müsste es selbst ausprobieren. Wir haben damals gesagt, das ist Resident Evil für Kinder. Weil du sowohl in Luigi's Mansion als auch in Resident Evil rumläufst und Schlüssel sammelst, dann wieder in anderen Räumen weiterkommst, weil du einen Schlüssel hast und statt Zombies gibt's Geister. Deswegen. Man kann aber mit problemlos jedem Teil einsteigen, ob jetzt Luigi's Mansion 1, 2 oder 3. Wenn man die Gelegenheit hat, es auszuprobieren. Gibt halt ein paar lustige Rätsel in Teil 1, zum Beispiel hier mit den Elementen. Zum Beispiel Wasser sprühen kann, um hier die Pflanze zum Wachsen zu bringen. Das sollte man immer tun. Hallo, Bluesy! Abend. Happy Halloween. War hier nicht irgendwo so ein Rohr? Nee, das war weiter hinten im Friedhof, ne? Ich hoffe, er kriegt zumindest ein Eis, dann lernt er vielleicht draußen. Eis kann er gerne haben. Bei mir können sich auch alle Hater immer einen neuen Account machen. Wenn sie sich wieder nicht benehmen, dann werden sie halt wieder geblockt, so. Und, wenn sie sich dann doch benehmen, dann können sie gerne dabei sein. Ne? Weil jeder Hater ist ja prinzipiell auch ein Fan irgendwo. Ne? Deswegen, ganz einfache Regel. Der User, ich will ein Eis, war doch derjenige, der auch gesagt hat, Markus, kannst du dir überhaupt vorstellen, dass andere Leute kein Geld haben können oder so? Nein, ich in meiner Millionärsvilla kann mir das nicht vorstellen. Wie irgendjemand auf der Welt nicht unbegrenzt Geld hat.
Das war gut. Ist auch nicht böse gemeint, ne, wenn er noch zuhört. Alles gut, ne? Aber wenn du halt immer nur Bad Vibes verbreitest. Ist schwierig, ne? Man ist ja von Twitch auch ein bisschen angehalten oder von YouTube. Sollst du das auch ein bisschen sauber halten, deine Stube. Wenn einer nur negativ auffällt, wenn ja. Ich hätte jetzt fast den Drachenlord-Vergleich gebracht, ne? Aber das ist halt das Extrembeispiel in die andere Richtung. Dann kommt es halt auch nicht gut an für die Plattform. Ich habe mir so 2010, 2011, da habe ich mich relativ schnell noch provozieren lassen, aber irgendwann bist du halt abgebrüht. Von Trollen und Hatern. Und da macht es denen auch keinen Spaß, ne? Das ist so das Ding. Oder machst den Drachenlord-Move und gehst auf alle ein. Und dann macht es den Hatern auch Spaß, weiter zu haten. Und ich will jetzt nicht mal sagen, dass der Ich will ein Eis-Kollege ein Hater ist. Da kann er auch einfach die Meinung haben, ne? So. Aber. Ja, jetzt fühlt er sich bekräftigt, ne? Let's Play Markus ist abgehoben. Dem geht's nur um die Kohle. Und so weiter. Na, Markus, läuft alles gut mit der 3DS-Variante. Hab die selbst noch nie gespielt, daher weiß ich nicht genau, wie die läuft. An für sich läuft die gut, ne? Ich muss halt aufnahmetechnisch auf dem alten kleinen 3DS spielen. Verkabelt und so weiter. Das ist nicht so angenehm zu steuern wie auf dem Cube. Aber ansonsten, ja. Natürlich hätte ich da auch hier die. Musste man hier nochmal machen? Oder bin ich zu früh hier? Nee. Wait, what? What, wait, what? bin nur Gelegenheitszuschauer. Hab letztes Mal deine Twitter-Umfrage gesehen wegen Retro-Let's Play mit F-Zero. Ach, F-Zero. Final Fantasy Chrono Trigger. Fand das schon statt? Ist es noch ein Zukunftsprojekt? Ich wollte die generelle Meinung wissen. Ich hätte generell sehr viel Lust auf Secret of Evermore. Tatsächlich. Das sind alles so diese SNES-RPGs, die ich echt gerne mehr sehen wollen würde. Und ich tendiere tatsächlich am meisten persönlich zu Secret of Evermore. Das würde ich die nächsten Wochen gerne beginnen. Ich glaube, das ist auch kürzer als die anderen genannten. Und Final Fantasy müsste man generell mal gucken. Das muss natürlich wohl dosiert sein. Selbst weder mein Bock noch das Zuschauerinteresse hält das in Massen aus, sag ich mal. Ich muss den... Irgendwann erwischt das wohl jeden. War das irgendein Grabstein? Ah, jetzt trigger ich die Gegner. Ich wollte die Gebeine nicht verärgern, aber... Vorhin hatten wir die Frage, ne? Haben Geister überhaupt Knochen? Ich frage mich jetzt wirklich, was wir hier eigentlich machen. Kämpfen wir jetzt wirklich gegen die Knochen der Geister? Oder sind es Geister, die auch geformt sind wie Knochen? Was wenig Sinn ergeben würde. Oder wollen wir das überhaupt hinterfragen? Das ist die Frage. Ja, ich scanne leider auch ein bisschen wenig mit Luigi. Der hat ein paar coole Texte parat. Aber wirklich mehr als, sag ich mal, so ein Mauseloch oder so ein Käsestück. Bringt das ja nie. Dann machen wir die Energie noch voll und dann geht's zum zweiten Boss. Erst, muss man sagen. Das sind nur Geister, die geformt sind wie Knochen. Die sind ja schließlich auch halb transparent. Ja, so ist es gedacht, ne? Aber man kann es doch so sehen. Man gräbt die Gebeine quasi aus. Keiner weiß, wie Geister sind. Wer sagt, ob sie Knochen haben oder nicht? Wer sagt, ob sie Beine haben oder nicht? Just LP. Du bist mir ein bisschen zu genau. Wir können gerne bei Luigi's Mansion in den Deep Talk gehen. Ja. Aber wenn ich mal ganz kurz, ne, gefragt hatte Cyrus89. Cyrus, ich hoffe, du bist noch da. Auf was hättest du dich denn am meisten gefreut aus dieser Auswahl? Die meisten waren ja für Final
Fantasy 6. Und ich sage Final Fantasy 6, weil mich das von den SNES-RPGs am meisten interessiert hat. Das sah interessant aus. Ja. Hallo Dree, Luigi's Mansion ist echt geil. Cooles Spiel. Ja. Kann man jetzt nicht jede Woche spielen, aber an für sich. So, ich muss leider mit der 3DS-Steuerung noch ein bisschen besser... Klar, ach, da vorne ist er. Schade. Zu spät gesehen. Ja. Reflexe wie ein überfahrenes Eichhörnchen, man kennt's. Komm ran! Ich glaube, der Boss ist gar nicht. Der ist einfach. Ich glaube, er soll ein bisschen creepy sein, verhältnismäßig. Aber die Leute nerven mich. Geh weg, geh weg! Das ist der zweite der vier großen Bosse im Spiel. Den berüchtigten Bowser-Boss kann ich eigentlich ganz gut, ne? Aber wie es auf dem 3DS läuft, das wird man sehen. Der kleine Ball reicht? Der versteckt sich aber ganz schön... Ne, das ist der gar nicht, das Original. Das pinke Original. Irgendwie der einfachste Boss. Ich wollte es schon sagen, aber der erste ist halt auch... Wobei der erste Boss mir hier in der 3DS-Version schwieriger vorkam. Das Baby. Ich weiß nicht mal mehr den Namen von dem Baby-Boss, Alter. Da sind die Schaukelpferde, habe ich gerade nochmal bemerkt. Die haben jetzt einen weiteren Radius. Die erwischen dich jetzt leichter. Also schwierig ist der nicht. Bitte nur mit ein bisschen Geduld. Ich weiß nicht, ob es an der Spiegelvilla liegt, dass jetzt hier so viele im Weg stehen die ganze Zeit. Und dass ich das Original nicht auf Anhieb finde. Vermutlich bin ich einfach retarded und bitte das zu entschuldigen. Manchmal sieht man ja auch den großen Schatten des Originals da. Ein kleiner Ball reicht tatsächlich. Schwieriger zu treffen, ne? Wer von euch hat eigentlich schon Mario Party? Und wer juckt sich überhaupt nicht dafür? Ich finde Mario Party, ne? Echt gut, der neue Teil. Aber viele Leute nehmen es da zu genau, ne? Nehmen die Sache zu ernst. Hat immer noch... verdammtes Videospiel, was aufgebaut ist wie ein Brettspiel. Mehr ist das nicht. Dass manche da so religiöse Züge annehmen, teils... Gibt mir zu denken. Noch gleich. Wo ist er denn jetzt? Ist ja halt leicht, wenn du nicht aufkreuzt. Ja, was zum? Eingesackt. Hori hat es! Tengu, ich bin noch bei Metroid Dread. Ja, dann spiel Metroid Dread, kein Problem. Ey, wenn Nintendo so spammt, ein Spiel nach dem anderen, da kommt man halt nicht hinterher. Ach ja. Wisst ihr, früher in der Endzone, da standen gleich 3, 4 dieser Titel auf dem Cover. Und sowas wie Metroid oder Mario Party. Das war nochmal irgendwie, hat eine einzelne Seite bekommen, aber war nicht immer auf dem Cover. Ey, heute wird alles auseinandergenommen. RZ hat mir Mario Party gestern geholt, hab's mit 3 Freunden der Sonne gespielt. War unangenehm, was ich erwartet habe. 30 mal... Ey, wer spielt denn 30 Runden? 30 Runden sind zu viel. Dann lieber 2 mal 15 als 30. Was, Bluesy? Kopfschmerzen?
Blusi, Blusi, Blusi. Nächsten Tag wieder weg. Was schreibt er? Ist nicht so schlimm. Ganzen Tag Kopfweh. Hatte ich dem letzt auch. Ihr erinnert euch. Es gibt so Tage, man weiß es nicht. Kommt's vom Fenster zu, rammel neuerdings, des Wetters wegen. Weiß es, weiß ich nicht. Ja, Ibuprofen ist ein härtere Paracetamol, wenn du so willst, oder? Nochmal, doch vom originalen 3DS? Hat was mit dem Emo nicht geklappt? Nee, weißt du, Blusi, mir geht's darum. Zum einen habe ich auf dem, ach, deswegen hast du Wait What geschrieben. Zum einen habe ich hier auf meinem Ding, habe ich den Spielstand. Also es hat funktioniert. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Ich habe es jetzt auch nicht ausprobiert, nachdem ich Mario Kart 7 aufnahm. Und es an der Grenze des Lagens war. Lagens. Dachte ich mir, ne, OBS zieht halt auch viel Leistung. Bevor das nicht flüssig läuft, dachte ich mir, da mache ich einfach diesen. Und dann läuft es definitiv flüssig, das Spiel. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Also ich sag mal so, Let's Plays würde ich auf jeden Fall in Zukunft mit zitrusartiger Aufnahmevariante benutzen. Zitrusgeschmacksreichhaltiger Aufnahmevariante. Ja, aber ich hatte hier auch noch den Spielstand von der Spiegelvilla. Versteckte Villa, die ist ja nicht gespiegelt. Ja. Nicht mehr 20, 35, 50 Runden. Nein, nein. Es gibt, glaube ich, 10, 15, 20, 25, 30. Nikan Sonic. Sag mir nicht, du guckst keine Let's Plays Mario Party Superstar. Also es hat geklappt, aber ich weiß nicht. Wie gesagt, ich bräuchte auch mal einen neuen PC. Vielleicht Januar, Februar angehen. Mich nervt ein bisschen, dass das Pokémon-Spiel im Januar rauskommt. Was haben neue Spiele im Januar zu suchen? 1 bis 30 in 5er Schritten. 30 ist aber auch zu viel. 10 ist zu wenig. Zwischen 15 und 25 nach Bedarf. Stell dir vor, es gibt hier eine Schwierigkeit. Man kann nur einmal leben und wenn man verloren hat, muss man alles von vorne machen. Ein No. Hier die Platinrahmen übrigens. Ein No-Death-Run. Ja. Ich muss mal versuchen, ob ich den Mario-Amiibo nochmal reinpacken kann. Das Labor-Theme ist das gleiche wie im Museum in Animal Crossing. Ich sag mal, die Spiele sind relativ zeitnah entwickelt worden, ne? Zwar kam Animal Crossing für den Gamecube bei uns viel später raus. Achso, Animal Crossing, das gab's ja schon auf dem N64. Aber trotzdem etwa derselbe Zeitraum. Tatsächlich nicht. Auf dem 3DS ist die versteckte Villa nicht gespiegelt. Tut mir leid. Der zweite der vier Bereiche, aber trotzdem bin ich pessimistisch wegen heute. Spoiler, könnte ja Veränderungen in den Brettern geben. Was sind denn deine Vermutungen, was scheinbar sein könnte? Veränderungen? Ja, dann spiel. Dann spiel aber auch! Nikan Sonic. Dann lasst uns reden. Blusi hat auch nur Testrunden angespielt. Also wie gesagt, kommenden Freitag spiele ich mit den Pappnasen hier. Mit Blusi, Timmy und Torge als erstes. Warte, warte, warte. Ich will Amiibo probieren. Wir gehen direkt zurück. Blusi, vielleicht kommt es ja noch zu ein paar Trainingsrunden. Ich will ja nicht unverdient gewinnen, ne? Das ist ja das Ding. Soll schon erkämpft aussehen. A Madman with a Blue Box. Grüße, hallo. RZ hat nochmal die ganzen Änderungen der versteckten Villa aufgelistet. Ja, Amiibo, let's go. Ich probier's mal, ob das nochmal geht. Der Mario Amiibo gibt mir so eine Art nee, Luigi was. Ein Continue. Aber ob das nur einmal geht? Das Amiibo hat einen Gift-Sub getriggert. Vielen lieben Dank für den Gift-Sub an A Madman with the Blue Box auf Stufe 2.
Hoffe, du freust dich, Madman. Guck mal, beste Community. So, jetzt stellt euch mal vor, das wäre jemand gewesen, der früher, der zuvor getrollt hat oder, weiß nicht, aus irgendwelchen Gründen blockiert gewesen wäre, ja? Und er kommt zurück und wird beschenkt und jetzt hat er Gründe, sich viel besser zu verhalten. Ja? Das ist, so Sachen sind möglich. Also, Luigi, du hast jetzt Gelegenheit zu einer Wiederbelebung. Habe ich jetzt den Knochen? Guck mal. Auf jeden Fall freut sich Madman jetzt. Ja, ich hab den Knochen. Okay, kann ich mir jederzeit. Dank ihm hier. Ein Continue holen, um nicht Game Over zu gehen. Das wäre ein bisschen unschön. Ich liebe Halloween echt. Wünsche mir gerade, ich wäre 10. Echt? Vorhin schon erwähnt, leider, als ich 10 war. Keine Ahnung. Sind keine Kinder rumgelaufen. Da kannte man das vielleicht aus den USA, aber nicht von hier. Klinge ich wie ein alter Sack, ne? Es ist wahr. Und auch heute hat keiner geklingelt. Ich bin auf Dr. Who. Die Fundorte von Marios Gegenständen wurden geändert, außer der Stern. Echt? Cool. Seit 2019 folgend. Stark, das kontrollierst du. Wie viele Amiibos hast du? Alle. ich habe die ganze Mario Collection, die ganze Kirby Collection, die ganze Metroid Collection, die ganze Animal Crossing Collection, die ist groß, die ganze Splatoon Collection und ja, die ganze Smash Brothers Collection. Ich habe auch den goldenen Mario, natürlich. Ich habe den 8-Bit Mario, boah, ist mir der goldene Mario fast runtergefallen. Ich habe den Hochzeitspaar Bowser Mario Peach von Mario Odyssey. Die Wollyoshis sind hier drinne. Jetzt ist mir die Spinne runtergefallen. Ich hatte die ganze. Ja, scheiße auf die Spinne. Was habe ich noch? Wo ich nicht restlos alle habe, ist die Zelda Collection. Da habe ich einige. Mir fehlt der goldene Mega Man. Ich habe Riesen-Wollyoshi, ich habe Detektiv Pikachu, die passen nicht da rein, die stehen oben drauf. Ich habe ein paar Animal Crossing Amiibo-Karten. Also ich würde sagen so, naja, 85-90% der Amiibo habe ich schon. Und hast du es bereut? Das zählt zu meinen sinnlosesten Ausgaben. Das muss ich mal eingestehen. Aber das begann ja zu anderen Zeiten, ne? Da lief als 2014, 15, als auf YouTube. Da wusste man gar nicht, wohin mit seinem Geld. Also mit anderen Worten, echt lange her, ne? Aber die haben auch angefangen, irgendwelche Fire Emblem Collections oder ich weiß es nicht. Exoten wie Shovel Knight, aber irgendwo ist mal Schluss. Die Smash Collection werde ich weiterkaufen, wird auch was kommen. Bei der Mario Collection würde ich die weiterkaufen. Kommt aber nicht. Solche Sachen. Hier auf dem Land war Halloween eigentlich immer da. Sagt der Bluesy, der gerade einen Giftsab verschenkt. An Time to Duel. Hoffentlich freust dich. Ich freue mich, Bluesy. Ich freue mich. Dankeschön. Früher sind alle Kinder an Halloween sammeln gegangen. Natürlich immer mit Verkleidung. Bin als Vampir sammeln gegangen. So eine schöne Jute-Tasche gab es eigentlich immer. Das kann man aber schon entgegnen, dass der Bluesy ein Stück jünger ist. Da muss man an der Stelle einfach mal dazu sagen. Also ich sag mal so, die 95 Geborenen, da gibt es Grenzen. Die sind glaube ich auch gegangen. Aber ich gehörte noch knapp zu den Alten, wo das nicht selbstverständlich war. Wisst ihr, wo man sich früher verkleidet hat? Fasching. Also, Karneval. Oder wie auch immer man das sonst wo nennt. Hier in Hessen heißt es Fasching. Da war ich als Kind auch verkleidet und ich sag mal so, puh. Einmal war ich Robin Hood. Einmal war ich ein Cowboy. Ich glaube, der Cowboy, der wurde an mehreren Jahren benutzt. Ja, das war's. Meine Faschingsverkleidung. Zockst du es heute durch? Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich es komplett durchzocken wollen würde, müsste ich viel mehr auf die Tube drücken. Oh ja.
Denk mal, wir werden es an einem anderen Tag dann zu Ende hauen. Wir schieben es auf 2 Screams. RZ, bist du damit konform, wenn wir irgendwann Luigi's Mansion zu Ende spielen? Spätestens nächstes Halloween? Nee, irgendwann die nächsten Wochen. Aber ich glaube, das dritte Kapitel machen wir noch. Auf jeden Fall, wir haben noch Zeit. Chris Hörnchen, ich bin 31, bei mir gab's kein Halloween. Gab's schon, ne? Aber es hat halt nicht so... Hat halt nicht jeden interessiert, jedes Kind. Ja, und ich bin 32. Ne? Ich war immer ein Vampir, egal ob Fasching oder Halloween. Außer ich war mal Batman. In der 2. Klasse Sailor Merkur gemacht, aus Mülltüten. 2 Streams sind besser als 1 Stream, sagen wir meine Mathe-Künste. Ich denke halt auch, ne? Das ist so... Versuche ich mit Let's Play Parts halt auch oft, dass die nicht irgendwie 40 Minuten gehen, sondern lieber 2x20. Ist dann mehr Thumbnail-Arbeit, aber es ist besser. Es ist besser. Man kann auch im Garten alle Geister aufsaugen, um einen Schatz auftauchen zu lassen. Das stimmt. Habe ich aber hier in der versteckten Villa bei so vielen Geistern Bock, alle Geister einzusaugen? Sind die Kleinen überhaupt gemeint? Da kommen doch noch andere raus, ne? Die könnten sogar endlos spawnen. Da sind noch diese anderen. Genau die meine ich. Ein schöner Garten. Nur die Harten kommen in Luigis Garten. Ich wollte mal als Prinzessin gehen. Tja, das ist das Standard, wa? Ich wurde halt nicht gefragt. Alter, Robin Hood. Ich weiß das, weil es gibt bis heute die Bilder. Es gibt die Bilder, ne? Robin Hood. Was habe ich mit Robin Hood am Hut? Was habe ich mit Robin Hood am Hut? Zeig mal her. KB. Da müsst ihr schon in den Patreon reinbuttern. Nee, habe ich nicht. Waschbeskin. Das wäre es auch, ne? Und dann kriegt ihr mein Kinderbild zu sehen. Eigentlich habe ich manchmal, wenn ich so alte Bilder zeige, mehr das Gefühl, dass ich die Leute auf den Sack gehe. Will auch keiner sehen. Nikon Sonic wird dafür... Vielleicht. Geld bezahlen. So, übrigens, haben schon viele mir gesagt, Markus, mach doch mal Patreon oder so. Ich denke mir, warum? Ich kann da keinen Mehrwert bieten. Donaten kann man auch hier über die Donation-Page. Marius Handschuh, ganz verschwitzt. Hä? Ach so, guckt mal, weil ihr gesagt habt, Marius, da war gar kein Geld drin, das war jetzt sogar notwendig, es war gar nicht mehr optional. Das war gar nicht mehr optional. Fitnessraum, da sehen wir uns, oder? Gab's hier irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Okay. Doch, hier gibt's einen Feldgeist. Gab's hier was? Ja, liegt im Auge des Betrachters. Dann alle, die vielleicht das Spiel nicht so gut kennen, ne? Diese Geldgeister können nicht mehr auftauchen, wenn man erstmal den Raum bereinigt hat. Wenn man hier zum Beispiel den Muskelprotz-Dude erledigt, wird der Raum hell und dann ist quasi der Raum mehr oder weniger gelöst. Aber dann können diese speziellen Geister, die mehr Geld geben... Wie die Geldgeister können da nicht mehr aufkreuzen. Aber da ich den jetzt gefunden habe. Alter, warum? Fehlt mir die Taste dafür? Ich bin noch nicht. Ist mit X? Das ist mit X. Down. Big Job. Bis gleich, Hori. Flinkgeister. Nee, die heißen Geldgeister. Ja, offiziell mögen die so heißen, aber... Da weiß jeder, was gemeint ist. Der ist wahrscheinlich auch in der Galerie so, oder? RZ! Das Goal voll gemacht.
Oh, kein Platinrahmen. Donaten kann man auch hier. Ja, vielen lieben Dank fürs Vormachen, echt. Also das, siehst du, da brauchst du kein Patreon dafür. Schreiende Yoshis, Hype-Emotes und Money over here in den Chat. RZ, vielen lieben Dank für den super Support. Es ist kein Geheimnis. Ne, dir zuliebe wurde dieser Stream, ich sag mal, auf jeden Fall beschleunigt. Deswegen, man kann ja noch so oft Danke sagen. Deswegen frage ich die Leute dann. Da habe ich auch immer ein schlechtes Gewissen so, oder ich will den Leuten irgendwas zurückgeben. Daher, ein Spiel deiner Wahl. Der will mir erzählen, dass er nicht im Lotto gewonnen hat. Ach, Wario Homer. Also ich sag mal so. Wario Homer. Du weißt, was ich sagen will, ne? Man kennt sich, oder? Das hier, Wario Homer, das hier sind die Siedler von RZ. So kann man das sagen. Gerade Wario Homer. Ich nenne das einen würdigen Nachfolger. Und Trago, hey, willkommen zurück. Auf Patreon donatet man regelmäßig automatisch. Ich sehe da keinen großen Grund dazu. Also ich habe ja auch die YouTube-Kanalmitgliedschaft, dann gibt es ein paar Emotes und so, aber was soll ich mit Patreon? Ich würde mich auch schlecht fühlen, wenn ich sagen würde, okay, jetzt nehme ich ein Video im Monat auf, das nur Patreons sehen können. Geh jetzt zu dem Buhu, ne? Da kann ich ja hin. Das wäre auch, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nee. Sehe ich nicht. Also generell so Paywalls habe ich selbst ungern. Wenn du irgendeinen Nachrichtenartikel lesen willst und dann heißt es, benutzen die, machen sie das jetzt mit Welt Plus oder Echo Online Plus, Bild Plus, wie auch immer. Und, nee, dann sieht Erwartung auch höher, nicht? Ich meine, sag niemals nie, aber ich hab's nicht vor, weil ich momentan da keinen Grund drin sehe. Anonym wurde Trago beschenkt. Danke, Wario Homer, für den Gifts-Up. Ich meine, keine Ahnung, wer das war. Die olle Eidechse. Den Schlüssel wollte ich noch holen. Ich bin dem Buhu hinterher. Ich weiß es mit dem Schlüssel, ich mach das gerne. Ich wollte den Schlüssel unbedingt auch bei Hellem. Ich war doch eben auf der anderen Seite. Aber ich hab's nicht aufgeschlossen. Die Erwartungen an dich sind doch immer hoch. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen, Cheer 1918. Danke für 1918 Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Ne? Das ist ein Haufen Asche. Ja, Wario Homer, ich weiß gar nicht, ob du alles mitbekommen hast, was der RZ hier schon abgeliefert hat. Ne? Danke für die 100 Bits, Wario Homer. Hype Train 3. Cheer 100 zu Hype Train 3, oder? XD. Ist der dritte schon heute? Die werden bei mir so schnell getriggert. Wario Homer, der RZ hat auch mal hingegangen, hat gesagt, hier hast du ein Bit. Okay, jetzt hast du hier 10 Bits. Dann hast du jetzt hier 100 Bits. Und alle schon so, oh, 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 oh. Dann hast du jetzt hier 1000 Bits. Dann hast du jetzt hier 10.000 Bits. Dann hast du jetzt hier 100.000 Bits. das tatsächlich nicht, ne? RZ, der Wario Homer, der hat schon, sag ich mal, das Maximum erreicht. Ich glaube, 2000 mehr als 2000 geht nicht, ne? Das haben wir herausgefunden. Also, ich will jetzt gar keinen Penisvergleich machen. Wer schon mehr geleistet hat. Das wüsste ich gar nicht. Das könnte mich überraschen. Aber auf jeden Fall sind beides absolut Ehrenleute. Und der RZ ist ja auch schon lang dabei, ne? Das ist ja auch das Ding.
Ich sehe das gerade übrigens ganz gefährlich, Leute, wenn der Wario Homer den RZ irgendwie herausfordert. Hat er schon 2500 Euro donated. Der probiert das gleich aus. Welche sind deine Lieblingsspiele auf der Switch und PS5? Holst du dir auch Kena? Nee, Kena ist so ein Spiel, weiß ich nicht. Sieht super aus, aber ich glaube, das würde mich nicht lange fesseln. Wenn ich ehrlich bin. Und meine Lieblingsspiele für PS5 und Switch, das lässt sich so schnell nicht sagen. Ich hoffe, auf der Switch wirklich einige Titel. Kommt doch mal noch, was man gerade Bock hat. Das freut mich sehr, RZ. Wirklich. Deswegen, ich wollte ja noch ergänzen, dass du jetzt nicht seit ein paar Monaten dabei bist, sondern auch schon länger. Soll ich jetzt hier hin? Ich glaube schon. Ja, ja. Also ich hätte auch das nötige Geld, würde Markus auch für... Ja, ey, Freunde. Alle, die nichts geben oder auch nur lurken. Ihr müsst nicht, seid einfach dabei. Ne, ich brauche treue Zuschauer. Das ist super wichtig. Es geht immer nur ums Geld, richtig, Nikon Sonic. Viel zu selten donated, Nikon Sonic blocken, bitte. So nett war, ne? Ihr wisst Bescheid. Spaß. Maurice, die ging's mal nicht gut. Geht's dir besser? Was war denn da mit dem Paket? Hab grad überlegt. Just LP auch raus. Außer Resubs kommt da nicht viel. Just LP, weg. Oh, komm. Nee, wir lesen das jetzt leider nicht. Wir sind nicht im Let's Play. Muss aufpassen. Wenn ein paar mehr Zuschauer da sind, manche verstehen meinen Humor nicht oder die ironischen oder sarkastischen Aussagen. Nächste Woche dann. Ihr wisst ja alle, der Maurice hilft ja, dass wir ein Let's Play Conker's Big Reunion Let's Play bekommen können. Für zwei winzige Parts. Wollte ich mir nicht noch eine Xbox zulegen. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Maurice, ich dachte schon, ich wusste ja nicht, ne? Ich wollte ja nur wissen. Hätte ja sein können, dass da schon was unterwegs wäre. Ich bin mal kurz weg. Man sieht sich in 12,52836482 Minuten. Cheer 189. Ist jetzt auch eine Message, ne? Die hat irgendwas zu bedeuten und das macht mich nervös, dass ich nicht weiß, was es zu bedeuten hat. Kann das jemand entschlüsseln? Aber dann bin ich gespannt, was in 12, 13 Minuten los ist. Danke, RZ, für die 189 Bits. Kryptisch. Alter, Luigi, bitte. Was zum... Ich saug doch einfach nach unten. Was soll ich denn mehr machen? Vielleicht sollte man einfach nicht nach unten saugen. So, aufs alte Herz. Irgendwie haben alle Gemäldegeister 150 Energie. Kann das sein? Hat mal jemand drauf geachtet? Demu! Hallihallo, Hallöchen! Hallo, Freunde der Nacht! Dankeschön für den Raid! Herzlich willkommen! Alter, der Mu, der hat ein Setting, ne? Natürlich nicht zu vergleichen mit meinem Grusel-Setting. Ich meine, ich spiele Luigi's Mansion und ich habe einen Yokai hinter mir, den lieben Whisper. Ich habe mir halt auch überlegt, irgendwas, ein Pepper-Wutz-Ballon oder so, im Hintergrund aufzustellen, damit es noch gruseliger wird. Tatsache. Vielen lieben Dank! Habt ihr alle das Video vom Musician gesehen? Geht 40, 50 Minuten über 5 gruselige Spiele, die perfekt zu Halloween passen. Darunter Resident Evil. War stark. Und wir spielen die 3DS-Version von Luigi's Mansion, die 2018 rausgekommen ist. Wunderbar! Nach User-Wunsch. In der sogenannten versteckten Villa, die man freischaltet, wenn man das Spiel komplett durchgespielt hat. Und der Whitey. Da
Dankeschön, Whitey, für den Raid. Mit 12 Freunden der Nacht. Grüße, Whitey. Ja, die versteckte Villa. Das ist ein Hard-Modus. Auf dem Gamecube war es auch gespiegelt. Auf dem 3DS nicht. Wilde Sache. Wilde Sache. Ich freue mich sehr, dass ihr reinschaut. Beim ollen LPM. Das Spiel ist schön. Wobei es selten so geschmackliche Unterschiede gibt bei Leuten, die Luigi's Mansion 1, 2 und 3 gespielt haben. Im Flur lässt er sich kaum Energie abziehen. Er muss in irgendeinen Raum. Oh Gott, ist er jetzt verdammt weit weg. So, dann mal los. Das mit den Raids freut mich, ja, tatsächlich. Danke, Aluka Darking, für 100 Bits. LP Marco Share 100. Heute wird richtig gut geradet. 2x über 50 Leute und Misun sogar 101 läuft bei dir heute. Habe ich alles nur Luigi zu verdanken? Danke, Luigi. Es sind heute aber auch verdammt viele Leute, also Streamer sind online. Heftig. Vorhin meine Liste lese ich ja kaum noch nach unten scrollen. Wie Luigi so verzweifelt nach Mario geschrien hat. Ich glaube, das tut er je nachdem, wie hell oder dunkel ein Raum ist. Mario? Mario? Mario! 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 Und eben war ich halt im Bereich, wo es noch sehr dunkel ist. Ja, Bomben. Muss sichern. Wird beschenkt vom Bluesy. Da haben wir ihn ja noch. Ah, da schreibt er auch. Ich mag Teil 1 auf dem Gamecube immer noch am meisten, einfach weil es sich am besten steuern lässt. Der dritte ist auf Platz 2 und der zweite Teil weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Deswegen meine ich, viele mögen das halt, dass es so ein bisschen missionsartig ist am zweiten Teil. Tatsächlich die Steuerung auf der 3DS-Version. Ich spiele auch noch mit der Capture Card, damit ich hier abgeschlossener Spielstand für die Villa, ne, und etc. Deswegen Capture-Variante in dieser an diesem Abend. Ja, aber Teil 1 hat was Rundes. Das stimmt halt auch. Jetzt hat man natürlich für Luigi's Mansion 3, für einen neuen Teil, ne, da musste natürlich ein bisschen Umfang bieten, das verstehe ich schon. Das haben sie mit dem Hotel auch gut gelöst. Aber so ein bisschen kompakter, wie Teil 1 hier halt nun mal ist, das mag ich eigentlich schon ziemlich, ja. Mario! Mario, hier ist noch ein Buhu versteckt. Warum das? Wann hat sich denn da einer Mario verzogen? Mario! Oh ja. Wir haben übrigens 13 von 50 Buhus, also da gibt's noch eine Menge zu holen. Also ich glaube, wir machen das wirklich an einem anderen Tag zu Ende. Mal gucken, wann genau. Mario. Wird eingeplant, wird gemacht. Mario. Mann, schüttel doch am Stuhl. Er schüttelt nicht, ne? Konnte das Spiel damals auswendig, weil ich ohne Memory Card spielen musste. Ach ja. Wo war das bei Animal Crossing von GameCube? Lag eine Memory Card bei. Mit 59 Blöcken. Memory Cards, ne? Eine der Sachen, wo sich Nintendo dachte, das gucke ich mir ab. Ist der denn jetzt? Der ist weg. Das war nur die. Hat der Tisch quasi mehrere, vermutlich. Alter, immer wieder den Anfang von Luigi's Mansion 1 spielen ist schon belastend, oder? Jedes Mal das Tutorial mit Igitt, wie man Geister fängt und so, das dauert doch ein bisschen. At the beginning. Ist da oben eine Lampe? Zählt die? Also mit dem Buhu möchte ich kein Verstecken spielen. Ist zur Hölle. Hä, der wandert aber auch.
Jetzt ist er nicht mehr am Tisch. Wie geht's den Katzen? Denen geht's soweit ganz gut. Ja, da hat man auch wilde Storys mitbekommen. Von Moose Katzen. Da wirst du auch ein bisschen ausgelastet, ne? Mario. Das Video, also schon das erste Video mit den Katzen. Keine Ahnung, wo die noch Stuben rein werden mussten und so weiter. Das, Mario. Da dachte ich mir halt auch, ne? Ja, Katzen, man kennt's. Sind nicht nur klein und fluffig, sondern halt auch schon mal ganz schöne Drecksäcke. Jetzt zeige ich mal ganz kurz den unteren Bildschirm professionell. Wenn ihr auf der Karte seht, der Wuhu ist jetzt in einem dunklen Raum, wo wir noch gar keinen Schlüssel für haben. Das ist halt suboptimal. 7,14 RZ, was zum... Na sowas. Hat doch nur 7,14263 Minuten gedauert. Aber da drüben ist hier 155. Danke für die 155 Bits. Willkommen zurück. Aber ich hätte gerne die Zeitangaben in Zukunft ein bisschen genauer. Ich finde das ein bisschen ungenau. Das kannst du doch so nicht bringen. Wir sind ja in Deutschland, hier ist alles genormt. Wario Homer macht einen Abflug. Ey, Wario Homer, hau rein. Der Große ist ein bisschen am Kränkeln. Und gut. Im Ernst, falls noch nicht gesehen, schaut auf Musicians Kanal vorbei für das Halloween-Video. Auch mit großartigem, ja, Make-up, muss man bezeichnen. Da gibt sich einer wenigstens noch Mühe. Vielleicht für den Algorithmus ein bisschen kürzer fassen, ne? So eine Idee. Aber... ja, bei so scripted Videos ufert das gerne mal aus. Hat eine Woche meines Lebens gefressen. Aber hat sich gelohnt, ne? Denke ich mal. Deswegen sage ich auch, die Leute sollen es appreciaten. Alter, das ist die Geldmaus. Die spawnt zufällig. Im Flur. Eigentlich kann man sich im Flur ein bisschen drauf einstellen. Aber trotzdem ist es random. Wenn man die verpasst, tja, dann war es das wohl mit dem Weltrekord. Ganz oben muss ich noch nicht hin, ne? Ah, jetzt ist dunkel. Jetzt kann ich mal Mario rufen lassen. Nö. Hä? Der ruft so, als wäre hier... Mario! Mario! Okay, wartet. Wenn ich gleich in irgendeinem Raum gehe, der noch nicht geklärt ist. Mario! Da ist auch ein Schlüssel. Warte. Hier kann ich nach rechts, ne? Ja. Mario! Als ob... Steck's nicht drin. Mario. Luigi spürt halt, dass hier nicht viel los ist. Da muss ich anzünden? Brauche ich das Feuer dafür? Oh, Geldgeist. Ach, was die ganzen Mäuse und Geldgeister angeht, bin ich eigentlich ganz gut dabei. Ich habe gedacht, das läuft ein bisschen fataler. Da habe ich mir früher so einen Kopf gemacht, immer. War mich verrückt gemacht. Ja, und heute mache ich mich überhaupt nicht verrückt. Und ich krieg die trotzdem alle. Hing der Mario-Ruf nicht auch irgendwie mit Luigis Energie ab? Das kann sein. Mario. Das kann auch sein, ja. Manu sagt das auch. Nick und Sonic verlinkt Sonic Exe. Ich glaube, den Raum muss ich halt erstmal... Ich muss erstmal Wasser herholen, um den Raum freizulegen. Und dann gibt's da drin... mir weiterhilft. Und
Und Wasser gab es zum Beispiel im Klo. Mario. Okay, es hängt von der Energie ab, nicht von der Helligkeit des Raumes. Gut, 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 gut. Ich hier. Erinnert mich an die Wasserwerte aus dem Praktikum im Chemiestudium. Na komm. Alter, der Bluesy startet mit Skyrim, ne? Der Bluesy startet mit Skyrim. Das ist mir so aufgefallen. Das hast du noch nicht gestreamt, ne? Obwohl es eines deiner Lieblingsgames ist. Die Pflanze im Garten gießen. Hast recht. Nach jedem Boss sollte man das tun. Eigentlich sollte man nach jedem Boss alles nochmal erkunden. Für die bestmöglichste Punkt- und Geldanzahl. Ach, Nikon Sonic, ich tendiere erstmal zu 2. Wir können ja nächsten Freitag dann vielleicht, haltet euch fest, Animal Crossing dann spielen. Das war so ein bisschen der Gedankengang. Ich hatte ja erst eigentlich Animal Crossing eingeplant, aber ich denke mir so, vielleicht habe ich doch nicht so viel zu tun. Oder wie seht ihr das? Was sagt ihr, was sollte ich unbedingt tun bei Animal Crossing? Mit dem neuen kostenlosen Update. Mit Happy Home Paradise. Weiß ich nicht, möchte ich mich. Keine Ahnung. Ich habe bei Animal Crossing weniger das Interesse an das Gestalten. Ist ja genau das, was Happy Home Designer und Happy Home Paradise machen. Nervt mich eigentlich fast schon ein bisschen. Und wer da Spaß dran hat, kann sich in dieser Ecke des Spiels halt austoben. Das ist gut an Animal Crossing. Es hat viele verschiedene Aspekte. Wird mal mehr rufen, wenn ich es wieder spiele. Nur festgestellt, dass es unterschiedlich klingt, wenn ich die Tasten mehrmals gleich nacheinander drücke. Ja, wenn die Energie wieder low ist, werde ich mal versuchen, dran zu denken. Was hoffentlich niemals passieren wird. Resi-King, Hallöchen. Was? Hier ist auch eine Random-Maus. Also, ich habe auch Glück, ne? Neuerdings. V-Gamer? Hau rein, V-Gamer, bis denn, Schöne Woche. Schöne neue Woche, muss man schon sagen. Hast du das N64-Erweiterungspaket? Du meinst Switch-Online-Erweiterungspass. Da gibt es ja mehrere neue Inhalte, unter anderem N64. Hauptsächlich N64. Nee. Also wenn ich mir denke, ich brauche das jetzt, wenn ich vielleicht irgendwas streamen will daraus oder so, dann kaufe ich mir das gerne. Aber ich sehe jetzt keinen Grund. Ich habe die Controller, ich habe gesehen, Destiny Cast hat die neuen Controller. Die N64-Controller und ich sag mal so, ich habe die auch gekauft. Vielleicht zwei. Ich wünsche mir das gerne. Ich würde das gerne auch geliefert haben. Hier ist ein Käse und eine Random Maus. Okay, die Maus habe ich. Ich werde auf jeden Fall mehr Geister erstmal einsaugen. Bevor ich mich dem Käse widme. Nicht alle. Ich kann ja so einen Eisgeist mal kurz in Ruhe lassen. Belastend. Wir werden das gleich mit der Low Energy sehen können. Alter, es geht gerade viel zu viel ab. Guten Abend, Grad 3 Grad. Ruby! Dankeschön für den 28. Monat, Rubinrot. Germani. Mario! Mario! Finde noch nie eine Option, wo man die Controller kaufen kann. Ja, irgendwie auf der Nintendo-Seite da. Ich finde es auch blöd. Nintendo sollte es halt einfach anbieten, keine Ahnung, auf Amazon oder so. Und dann kann man auch nur mit Kreditkarte zahlen, nicht mit PayPal, nicht mit einfache Banküberweisungen. Das ist maximal belastend.
wie Nintendo das löst. Käse gefunden. Ich glaube, diesmal wird es nicht klappen mit der Maus. Das ist noch ein bisschen zu hektisch hier. Okay. Ich bin gern für positive Überraschungen, ja. Das Teezimmer ist wirklich hart. So, und jetzt kannst du was erleben. Hä? Ich dachte, da kommt jetzt... Muss man den nicht... Ja, der geht so nicht, ne? Hier kann ich mir holen, glaube ich. Gönnt doch mal! Mario? Bei Nintendo.de kann man nicht mit PayPal bezahlen. Schlechter Service, ja. Ich musste auch andere Leute fragen, dass die für mich das kaufen mit Kreditkarte. Ist halt ein bisschen... Mario? 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 Wo krieg ich denn jetzt Feuer her? Mario? So ein Kronleuchter. Mario? 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 Ach, Kronleuchter sind schon. Fackelständer. Mario? Ich hab die Mario Joy-Cons gekauft, konnte mit PayPal bezahlen. Mario? Naja, wie gesagt. Nee, weiß nicht, bei diesen N64-Controller, die neuen, bin so gespannt, wie gut die sind oder nicht. Mario? Ey, hast du mal Feuer? Ja, und der raucht nicht mal. So, komm ran. Hä, sind jetzt wieder mehr da? Ach komm, nicht, dass alle wieder da sind. Dann weine ich. Jetzt sieht's so aus, ne? Ja, nicht nur viele Geister, sondern auch... Gute Nacht. Sind nicht nur viele Geister da, sondern auch die Teller fliegen dir um die Ohren und so. Verdammt, Bluesy! Ja, ich bin mir sicher, weil es ein Nintendo-Charakter ist. Ja, Maurice, ist ja in Ordnung, aber er ist halt unverbraucht, weißt du? Ich habe ja nicht erwartet, dass das ein neues Ding ist. Ich will ja genau den alten Scheiß. Ich will 1:1 das alte. Ach, das ist der... Doch, Geister respawnen, wenn du den Raum verlässt. Ja, dann hätte ich ja erst reingehen sollen. Wenn ich Feuer hab, ne? Ist halt die versteckte Villa an alle, ne? Hard Mode. Was tue ich mir hier an? Ja, damit wir mehr Spaß haben können. Ganz einfach. Damit es 2 Streams werden mit Luigi's Mansion. Achso, Captain, der mit Meilenpunkte bezahlt wird, andere Inseln. Also, ich habe die Direct gesehen, ne? Auf die Insel, wo die alle abhängen, will ich drauf. Ich will die neuen Items. Ich will mir so ein Geldautomat auf die Insel stellen. Eigentlich müssten wir da mal gucken. Ja, vielleicht sollten wir nächsten Freitag einfach mal nach Mario Party gucken, was wir so IPM Island treiben.
können wir das machen ohne große Timeskips, wenn ich einfach nur immer ein bisschen eine Kleinigkeit erledige. Oder würdet ihr sagen, Markus macht das lieber auf YouTube? Oh, Freunde, ich sehe gerade was. Meine Energie ist belastend. Belastend niedrig. Sehr belastend niedrig. Warum sind denn hier so absurd viele? Es ist zu viel. Ja, ist nicht schön, ist nicht schön, ist nicht schön. Ja, ich denke mal... Ja, scheiße. Was soll ich sagen? Ich hätte gesagt, dann gucken wir jetzt in das Update rein, aber... da gab es ja noch eine kleine Kleinigkeit. Update gibt's gerade noch gar nicht. Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen belastend. Aber da können wir instant wieder hin, oder? Ich weiß nicht, wie lang die Mario Party Runden sind. Da verspreche ich lieber weniger statt zu viel. Ja, das T-Zimmer ist jetzt aber richtig nervig. Also ich habe doch alle getötet und dann kommen trotzdem da diese Shy Guys. Die passen da auch gar nicht rein. Ich würde vorschlagen, dass du eine mehreren Parts auf YouTube machst. Muss ja nicht im Erscheinungsdatum sein, oder? Absolut nicht. Ich wäre bei Animal Crossing für YouTube. Es ist ja schon viel neuer Content. Das kann noch ans Let's Play. Cheer 297. Also wie gesagt, dieses Happy Home Ding. Es ist sehr schön, dass man das alles nutzen kann von dem Happy Home Paradise. Also diese... Hier kann ich Wasser holen. Trennwände oder alles, ne? Das sind ja alles Sachen, die kannst du auch in deinem eigenen Haus benutzen, nachdem du Animal Crossing Happy Home Paradise gekauft hast. Aber ich weiß nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Whitey? Whitey macht einen Abflug. Hau rein, mach's gut. Bis dann und ciao. So, jetzt haben wir das geöffnet und jetzt muss ich mit Feuer hier hin. Na gut. Ja, ich bleib auch bislang. Also, hatte angeblich eh noch Macken. Ich sehe jetzt keinen Bedarf. Aber jetzt habe ich auch die Geldmäuse nicht, ne? Die Goldmäuse. Hi, Karamba. Karamba, Karamba. Ramba, Zamba, Karamba. Direkt hin. Ja, ich sehe sie nicht. Also, aber ich hab's hier noch bekommen. Die hätte schon längst despawnen müssen, oder? Die arbeiten zusammen, Alter! Wisst ihr, auf dem GameCube konnte ich auch immer 2, 3, 4 Geister gleichzeitig anvisieren. Warum sind jetzt hier Giftpilze? Wurde durch das Game Over alles resettet? Oh nein. Wie unnötig.
Manche haben die europäische Chose gar nicht drin. Ja, ich glaube aber, das sind dann die Spiele, die sowieso keine große Sprachbarriere haben. Ich glaube, so ein Mario Kart 64. Warum willst du da die europäische Version spielen? Wenn, keine Ahnung, da stand ja nichts auf Deutsch da, da war ja trotzdem auf Englisch, ne? Also diese Superpilze hätte ich wirklich appreciaten müssen. So ist einfacher. Wahrscheinlich ist es auch so gedacht hier, das Kämpfen. Diese Möb. Die spawnen so nicht! Die tun gerade so, als wollen die gewinnen, als wollen die hier als Sieger hervorgehen. Saftsäcke. Tischdecken gerne einsorgen, dann ein Problem weniger. Ich glaube, er ist gerade der Letzte, der da ist. Danach kommen die Shy Guys. Es sind, mit Verlaub, die gruseligsten Shy Guys, die ich je gesehen habe. Und danke fürs Follow. Jeden Mittwoch, jeden Freitag, jeden Sonntag. Ab 20.30 Uhr live auf Twitch. Der Markus. Täglich neue Let's Play Parts seit 2010. Ja, diese Teller sind scheiße. Ach, Mann, ey. Ja, noch ein Treffer, ich bin wieder weg. Die Teller treffen relativ random, also. Da ist ja noch einer! Ich weiß es nicht. Meine Herren, tut mir leid. Gib mein Bestes, 200 Leute, 400 Augen, auch du siehst diese beschämende Leistung. Dann werde ich eben Mario Amiibo auch wieder einscannen. Kannst du bitte das sagen? Wenn man jetzt damals auf dem GameCube ohne goldene Knochen und Superpilze hätte spielen müssen, da gab es solche vereinfachten Hilfsmittel nicht. Ja, hab ich aber nicht. Ich hab die versteckte Villa nie gespielt, ne? Hab mich nie interessiert. Wann kommt Phimmentopia für die Switch Best of? Weiß nicht, wenn du es fertig hast. Ash Pikachu, wie weit bist du denn mit dem Miitopia Best of gekommen bis jetzt? Wie viel hast du denn schon zusammengeschnitten? Die Teller kann man auch aufsaugen, ja. Klar. Aber ist halt schon viel los, nicht? Gut, eben fehlte mir ja der Mario. Acht Augen. Acht? Ich weiß nicht. Pascal, Mathe, setzen sechs. Ja gut, eben war ja knapp. Ich weiß nicht, wie viele da noch kommen, ne? So, was macht ihr nächste Woche? Steht irgendwo was Besonderes an? Das Best-of von Let's Play, meine Freundin Pepper Pig, möchte ich sehen. Da sind Dinge im Busch. Das ist bekannt, denke ich mal. Wie schön auch meine ganzen Let's Plays endeten, ne? Donkey Kong, Sonic Rush und Pepper Woods. Um Platz zu machen für Mario Party. Und auch wenn Pokémon Perl rauskommt.
auch Pokémon Perl wird. Danke fürs Follow! Wird komplett alleine laufen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also momentan kommen einfach richtig gute Spiele raus. Die man sich freuen kann. Ist ein komplett neues Pokémon-Spiel. Da bin ich immer so, ich weiß nicht, was da passiert. Ich weiß nicht, was für ein Team zusammenstellen soll. Aber so Remakes, das ist vergleichsweise angenehm. Seltsam gelöst. Minimals Aufwand. Japanische Variante. Rumble unterstützt. Ja, so ist Nintendo. Die machen halt minimalsten Aufwand, ne? Da würde man sich schon wünschen, dass eventuell, ja, weiß nicht, kompetentere Menschen da sitzen oder... Ich finde, momentan hat Nintendo wirklich den Boden unter den Füßen verloren. Leider. Die Switch ist so ein Erfolg. Sony zu dumm, Playstations auszuliefern. Alles wird hochgelobt von Presse und Fans. Nintendo kann machen, was sie wollen und werden davon noch bejubelt. Also. Schon, ne, dass die ab und zu ein bisschen den Bezug zur Realität verlieren. In mancher Hinsicht. Ist nicht frei erfunden. Ist auch Pepperot zustehen seht. Ich denke mal, ihr werdet das Spiel nicht mehr los. Ne? Schade, ich dachte, ich musste nochmal. Nee, jetzt kriegen wir es. Keine Bange. Ich weiß jetzt, was kommt. Ich muss halt aufpassen auf die... Hätte ich ja fast was vergessen, du. Erwischt. Geister, also die Eisgeister kann man verbrennen, ja, aber das dauert auch richtig lange. Das zeigen darf. 30, 29, 28. Da hast du nichts davon, wie ich jetzt eindrucksvoll demonstriert habe. Der macht's schwieriger statt leichter. Ja, dass man die Switch allein das Menü... Das verstehe ich nicht. Sachen, die Nintendo schon mal konnte, ne? Die Wii U mit der Virtual Console hat gut funktioniert. Oder der 3DS hatte diese... Der 3DS hatte diese wunderschönen Designs. Hier ein Yo-Kai Watch Design. Ja. Warum sowas in der Art nicht für ein Switch-Menü rankommt... Die andere Frage. Das ist die andere Frage. Da war ein Pilz. Juckt nicht, ich brauche keine Hilfsmittel. Behalte ich auf den goldenen Knochen. Den fallen immerhin relativ leicht die Masken ab, also. Da muss man nicht viel tun, nicht lange rumeiern. Ich glaube, er ist der Letzte seiner Art.
Ob bitte. Den Gamecube-Controller kann man mit dem L- und R-Tasten das Saugen, Ausstoßen gut dosieren. Ja, ja. Das war doch auch das, was bei Mario Sunshine, bei Mario 3D World fehlte, ne? Dass man... Alter, was denn los mit ihm? Dass die L- und R-Knöpfe halt nur zu einem gewissen Grad eindrückbar waren. Und tschüss, Mann. Entschuldigt bitte die Wartezeit. Designs werden klasse, aussehen lässt. Oh, warte, 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 der Bluesy. Halbe Buch, was soll das lesen? Jetzt können wir Eis auch, Warte. Es ist vieles enorm seltsam gelöst. Minimals Aufwand, japanische Überraschung. Achso, das hatten wir geklärt. Texturen, Ocarina of Time. So sehr Sachen wären nicht Probleme oder unverständlich, wenn sie eine riesen Bibliothek an Spielen über diesen Emulator zur Verfügung stellen würden, aber es handelt sich nur um eine kleine Auswahl. Man sollte davon ausgehen, dass diese dann optimiert sind. Also ein bisschen mehr schon, ja, das ist wahr. Also das Ding ist, wenn Nintendo hingehen würde und sagen würde, Leute, ihr bekommt jetzt N64 mit dazu bei Switch Online, ich würde mich doch kein bisschen beschweren. Das Problem ist, dass wir jetzt nochmal mehr dazu bezahlen sollen für diesen Erweiterungspass. Dann hat man auch Erwartungen an diese Leistung, die gebracht werden soll. Ne, versteht ihr? Wenn es ohne Aufpreis jetzt nochmal Sega und N64 gegeben hätte, geschenkt nehmen wir alles. Aber wenn du dafür blechen musst, und das gar nicht mal wenig, dann willst du natürlich auch, ne? Ja, guck mal auch schon mal genauer hin. Das ist der Punkt. Und deswegen ist es allein, ne, die werden sich ja nicht mehr umstimmen lassen bei Nintendo. Und das so machen, wie ich das jetzt vorgeschlagen habe. Die werden höchstens das Angebot des Erweiterungs-Online-Passes noch ausbauen. Ich habe jetzt das Video nicht ganz gesehen von Random Kai, da ging aber, ne, durch die Quellcodes. Soll wohl bestätigt sein, dass da Game Boy Virtual Console, ach ja, Game Boy-Spiele dazukommen. Aber das Thema hatten wir halt auch schon 8-mal. Kauft euch das nicht, Punkt. Ja, wahre Worte. Das ist, was Nintendo sieht. Verkaufszahlen. Davon macht Nintendo was abhängig. Was habt denn ihr für einen Eindruck gewonnen? Wie viele Leute sich das holen oder nicht holen? Ich sag mal von euch, euren Freundeskreis oder weiß nicht. Der oder die Streamer, die ihr schaut. Einzahl, Mehrzahl. Gibt es da mehr Leute, die sagen, ja, okay, kaufe ich halt? Oder gibt es da wirklich viele kritische Stimmen? Ich bin halt auch so, ne, solange ich es nicht brauche, warum soll ich jetzt Geld dafür ausgeben? Und ich sehe auch in absehbarer Zeit keinen Grund. Also auch Banjo-Kazooie. Wichtiger Punkt ist... Wo ist denn der Buhu hin? Hier tatsächlich? Gäbe es, muss man leider so sagen, ne, keine andere Möglichkeit, Retro-Games zu zocken. Ja, dann. Also, um es deutlich zu sagen: Piraterie ist ein Problem für Nintendo. So Sachen wie illegale ROMs schmälern das Geschäft. Es ist so, es ist die Wahrheit. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Wenn es keine andere Möglichkeit gäbe, außer natürlich eine alte Konsole anzuschließen, und der gebrauchte Spielemarkt explodiert halt auch, unverständlicherweise, kann ich nicht gutheißen, dass das alte Super Nintendo-Spiele und so Vermögen kosten, neuerdings. Wie gesagt, vor 10, 15 Jahren hast du die auf dem Flohmarkt gesehen, ne? Also Game Boy oder NES-Spiele, 1 Euro am Ende, nimmst du mit. Es war quasi nichts wert, weil es alt war. Jetzt ist es was wert, weil es alt ist. Verdammt, warum finde ich den denn jetzt nicht mehr? Der Buhu wird auch nicht auf der Karte angezeigt. Mario?
Ich soll zu dem Raum der Zwillinge. Ja, auch Mega Drive-Spiele, ne? Das ist schwierig. Bluesy sieht keinen Grund dafür, das zu holen. Nintendo-Treue hin oder her. Tja. Ja. Ich will ja nichts sagen. Ich will ja jetzt nicht großkotzig sein. Aber irgendwann kommt vielleicht der Punkt, ne, wo ich sage, jetzt will ich Star Fox 64 spielen. Oder es kommt so ein krasses N64-Spiel, das ich unbedingt spielen will auf meiner Switch. Und auf einmal stehe ich dann hier vor euch im Stream und sage, komm, wir spielen jetzt Switch Online, N64. Weiß nicht, kann passieren, ne? Aber es ist, ich sehe momentan keinen Grund. Ja, da gehen auch die GameCube-Spiele sowas von in die Höhe. Ja, ja, klar. Klar. Ihr könnt Wert anlegen mit Legende vom Äonentor. Ich habe sogar mehrere Legende vom Äonentor in Top-Zustand. Die werden schön für die Nachwelt aufbewahrt. Das ist eine sichere Zukunftsanlage. Werde ich dann irgendwann raten lassen. Das will halt auch jeder machen, ne? Ach, man soll rausgehen, ne? So war das. Hier, das ist VGM. Wie heißt das? VGM? Hinschicken zum Bewerten lassen des Zustandes, das macht halt jeder. Ich habe euch auch mal gesagt, von wegen, da war was, habe ich was gesehen. Mario Kart 8 Deluxe. Deutsch, PAL, Neuzustand. Mehrere hundert Euro. Hat einer sein Mario Kart 8 Deluxe, neu verschweißt natürlich, hingeschickt und das ist jetzt, weiß ich wie viele, hunderte Euro wert. Da kann doch jeder Depp neuwertiges Mario Kart 8 Deluxe aus dem Laden mitnehmen und, VGA-YouTuber. Alter, dem Monte, ich hab's nur gehört, ne, ich weiß nicht, ob es stimmt, dem Monte wurden seine Spiele geklaut, ne, der hat diese ganzen Pokémon Gelb und so, VGA eingerahmt im Keller und bei dem wurde eingebrochen, dem haben die ganzen Spiele geklaut. Heftig, ey. Junge. Hat das nicht alles eine Nummer und wird getrackt? Meister Rick, bis dann. Hau rein, danke fürs dabei gewesen sein. Ach so, die wackeln, ne? Die Kisten, wo die drin sind, wackeln oder so, wenn man an... wenn man die ansaugt. Frage ist, die wackeln waren dann auch die, wo die drin stecken, ne? Genau. Das ist der Trick. Bei ihm wurde eingebrochen. Der Einbrecher hat sogar ein geklautes Auto gefahren. Ja, ich denke mal Safety first, ne? Wenn da überall Kamera ist, kommst du ja wahrscheinlich nicht mit deinem privaten Auto, wenn du was höchst Kriminelles vorhast. Ja. Mindestens Nummernschilder irgendwo abschrauben und anderswo dran machen, oder? Verdammt. Alter, ich habe schon lange kein Aktenzeichen in Y mehr geguckt. Gibt bestimmt neue Folgen. Oder eine zumindest. Generell fehlt mir was zum Gucken, Alter. Squid Game hat mir so gut getan. So schön kompakt und kurze Serie. Interessant, spannend. Kann man sich durchgucken. Inzwischen geht mir der Hype ja fast schon eher auf den Keks, ne? Wenn man überall nur noch Squid Game sieht. Ich kann nicht mal Mario Party Let's Playen und Leute schreiben mir drunter, oh, Tauziehen, das ist ja aus Squid Game. Nein, Squid Game hat Tauziehen nicht erfunden. Bin
genauso wenig wie Murmeln spielen und alles andere. Aber danke. Das ist so wie die Fortnite-Kiddies, die gesagt haben: Alter, wusstest du, es gibt sogar einen Fortnite-Film, der heißt Battle Royale. Wobei, es soll sogar einen Fortnite-Film geben, ne? Jetzt sollen sie... Ist Squid Game wirklich so gut? Ja, kannst du gucken. Angucken. 9 Folgen auf Netflix. Gönnen. Hat halt viel mit Menschlichkeit zu tun, würde ich sagen. Es sind viele menschlich nachvollziehbare Entscheidungen. Jetzt will ich dir nicht vorwegnehmen, was Anfang, Mitte oder Ende am besten ist der Serie. Guck's dir einfach selbst an. Ich hab's genossen. Ist halt lustig. Also, was heißt lustig? Ist schon brutal. Und was habe ich gehört? Also, ich lese halt oft so Überschriften einfach nur, wo es hieß: Ja, Grundschüler spielen Squid Game nach. Ja, die Lehrer beschweren sich, weil die auf dem Schulhof Squid Game spielen und sich dann Bitch slappen. Die hauen sich dann gegenseitig die Hucke voll, wer verliert. Wie in der ersten Folge. Wo ich mir denke, was, Mann? Warum kennen Grundschüler Squid Game? Das Ding ist ab 18 oder 16, logischerweise. Dann haben die Grundschüler nicht zu spielen. Gut, ich hab mit 12 halt auch Resident Evil gespielt mit Hingabe. Aber nicht in der Grundschule. Als ich in der Grundschule war, gab's noch keine Erwachsenen, also keine Horrorspiele in dem Sinne. Schleich dich Minispiel mit dem Kettenhund, wo jeder in einem Fass drin steckt? Schleich dich Minispiel mit dem Kettenhund. Ziemlich standardmäßige Serie. Einfach mal gucken. Sogar ich habe die Zeit gefunden für 9 Folgen. Ja, es ist halt viel Event jetzt mit drin. Es gibt halt viele Event-Gucker, ne? Mario! Ich bin auch so. Es gucken so viele auf Koreanisch die Serie, wo ich mir denke: Müsst ihr nicht. Müsst ihr nicht. Ich muss mal gucken, wo jetzt. Wo könnte ich denn weitergehen? Oben gibt's noch die Bäder. Der deutsche Dub ist schon ziemlich gut. Ich habe auf Deutsch geguckt. In der Grundschule, was die so in GTA 5 so machen. Tja, verrückt, ne? Mario. Looper ist auch ein Squid, also Tintenfisch. Ich finde den Namen irreführend von der Serie, aber... Moment. Hier kann ich rein. Ich brauchte ja... Brauchte ja Feuer, das habe ich gerade mal dabei. Wir suchen ja immer noch die Teile von Mario. Hat in seiner Jugend Resi 4 gespielt, obwohl er noch zu jung war. Ach gut, also Sepiroi. Als Resident Evil 4 das erste Mal rauskam, war ich 15. Ich hoffe, das ist noch für dich vertretbar. Es kam im März 2005 raus und im Juni 2005 wurde ich 16. Klar, das Spiel ist ab 18, aber... Ich sag mal so, Resident Evil Gegner fand ich jetzt noch nie gruselig. Schlurfende Zombies oder merkwürdige Dorfbewohner. Ich habe halt Resident Evil 2 und 3 gespielt mit 10 oder was. Für die Playstation. Was soll ich sagen? Das ist halt auch nicht angsteinflößend gewesen. Könnt ihr mal ein paar Bananen hier entfernen? Was
Obwohl, wir müssen eigentlich Marios Gegenstände jetzt nicht zwingend voll machen, wenn wir schon Mitternacht haben. Es sind halt so viele Leute da, ne? Die durch die Raids rübergeschickt wurden. Aber denen würde ich halt auch gerne sagen, Leute, würde mich freuen, wenn ihr ab und zu öfter mal reinschaut. Bei mir ein Follow hinterlasst, eventuell folgen. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, wenn es nicht zu unverschämt ist, das anzuregen. Wenn noch nicht geschehen. Damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich mittwochs, freitags oder sonntags ab 20.30 Uhr streame. Kann man sich merken. Kann man followen. Wenn wir zu einem anderen Zeitpunkt an Luigi's Mansion. Wir machen das in Ruhe fertig, ne? Ich will ja keinen Zeitstress. Ich will ja nicht hingehen und sagen so, boah, das muss jetzt. In dem Sinne, willkommen im November, meine Freunde. Wir haben soeben den November betreten. Teil 7 ist natürlich wieder ein anderes Kaliber, natürlich. Ich sag mal, auch Resident Evil 2 Remake ist natürlich ein bisschen, ne? Serpiroi ist jetzt ein Pikmin unter der Bombenbande. Durch RZ's Giftsab. Ich frage mich jetzt, was die Knochengeister hier suchen, oder? Habt ihr bei Squid Game auch erst an Splatoon gedacht? Tatsächlich. Im ersten Moment habe ich das schon. Aber dann wurde mir schnell klar, dass die meinen das nicht. In dem Raum gibt es nicht viele Versteckmöglichkeiten für Boomuggel. Also wisst ihr, was mir in dieser versteckten Villa auffällt? Nicht nur, dass die Geister andere Energieanzeigen haben, das ist sehr einheitlich, oder? Ja, dafür haben wir noch... Ach nee, das ist woanders. Was mir auffällt, die Gemäldegeister und die Buhus haben scheinbar alle 150 KP, ne? Nächsten Sonntag mal gucken, aber eigentlich habe ich habe andere Pläne. Müssen wir die Woche danach mal, das eilt doch nicht, oder? Ihr seid doch noch jung. Ist jetzt nicht so, dass nächste Woche Luigi's Mansion 4 rauskommt und wir die Serie noch durchschauen müssen. Der Wick. Zweiter Versuch. Ich bin Hongkonger und die Filme von Jackie Chan sind viel besser als die deutschen Dub. Es gibt Szenen, die sind in deutscher Version geschnitten. Drum gucke ich gerne in Kantonese. Das ist Hongkonger. Ja gut, wenn es geschnitten ist, ja. Viele von euch kennen doch den ersten Terminator-Film. Arnold Schwarzenegger, Maschine. Ne? Kennt ihr doch. Ich habe das jahrelang gesehen. Nicht getroffen, Alter. Das wohl haben wir mal im Fernsehen aufgenommen, auf VHS-Kassette. Ne? Wir hatten nicht irgendwie gekauft, sondern, keine Ahnung, meine Mutter hat das mal aufgenommen, als es im Fernsehen kam. Terminator 1, dies, das. Und, ja, keine Ahnung, das habe ich dann später geguckt, als Teenie noch. So kannte ich Terminator 1. Und ich wusste nicht, dass diese Version von Terminator brutal, brutal geschnitten war. Ich habe dann irgendwann die Blu-ray gekauft und einfach mal reingeschmissen. Und es geht Minuten länger, Minuten. So Kleinigkeiten. Der kauft dir irgendwie die Waffen, so beim Waffenhändler. Und sagt, ich nehme die alle. Oh, da kann ich ja früh Feierabend machen. Und dann erschießt er den einfach. Und das, die letzte Szene wurde halt weggelassen, wo er den erschießt. Keine Ahnung. So viele brutale Szenen fehlten einfach. Ich glaube, da gab es sogar irgendwas, wo ich mir dachte, ach, so ist das. Deswegen. Weil ich immer nur die stark zensierte TV-Fassung von, weiß nicht, 1995 kannte. Halloween vorbei, Zeit für Weihnachtslieder. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Ich habe auch noch Lebkuchenherzen da.
Mario. Ich wollte jetzt nicht mit O Tannenbaum anfangen. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Ich habe keinen einzigen Terminator gesehen. Wenn du jetzt den ersten Terminator-Film ansiehst von 1984, ist natürlich schon ein bisschen altbacken. Aber der zweite ist umso besser. Nur musst du für den zweiten den ersten erstmal gesehen haben. Da empfiehlt sich's nicht, mit dem zweiten Teil anzufangen. Alter Weihnachten, gar kein Bock. Keine Ahnung, ich habe noch 10.000 Geburtstage vor Weihnachten. Da in die Richtung gucke ich noch gar nicht. Jingle Bells, Jingle... Was gibt's noch für Lieder? Bitte nicht Last Christmas, ich hasse dieses Lied. Schlagt mal vor, wat, an was für Lieder denkt ihr, wenn jemand sagt, es wird Zeit für Weihnachtslieder? Mein erster Gedanke war O Tannenbaum, aber ich musste weiterdenken. Ich wollte nicht bei O Tannenbaum bleiben. Das habe ich gerade geschrieben. Jingle Bells, ja, ja. Jingle Bells, Jingle Bells. Haben wir noch mehr? All I want for Christmas. Nee. Do they know it's Christmas time at all? Das kenne ich nicht. Das hat auch mal diese ganzen... Das war eigentlich ganz cool, das ist ja ein uraltes Lied. Und so 2003, 2004 gab es so ein Medley. Nennen wir das Medley? Nee. So ein Feature mit diesen ganzen damaligen Stars. Und auch die bekanntesten Gesichter aus DSDS Staffel 1 und Star Search. Damals gab es ja direkt. Oder Popstars, ne? Da waren da diese ganzen Broses, Overground, Daniel Kübelberg, Martin Kesici. Und was weiß ich, was für noch damalige Promis. Die haben alle zusammen diesen Song gesungen. Und daher kann ich das. Keine Ahnung, so 2003 rum habe ich Fernsehen geguckt. Da habe ich meinen eigenen Fernsehanschluss bekommen, habe ich Fernsehen geguckt. Und ich habe ganz viel MTV und Viva laufen lassen. Musikvideos. Und wenn das halt an Weihnachten halt 100.000 Mal kam, kann ich das in der Weihnachtsbäckerei... Alter, stimmt! Ich hab schlümpfe CDs und da gab es eine schlümpfe CD nur mit Weihnachtsliedern. In der schlumpfen Bäckerei. Ach Gott. Driving home for Christmas. Wo finde ich denn jetzt die ganzen Sachen von Mario, Alter? Naja, komm. Wir gehen zu Toddy Boy speichern. Wir haben mehr als die Hälfte. Das heißt, das nächste Mal können wir locker flockig bis zum Ende spielen. Ich meine, da kommt noch der Stromausfall. Aber das ist alles cool. Schlümpfe-CDs. Volume 1 bis 8 hatte ich. Ich wollte die vollständig haben als Kitty. Ich hatte, bevor ich einen Fernseher hatte und all das, hatte ich einen CD-Player. CD, meine Freunde. Ich hatte auch einen Kassettenplayer, ne? Keine Frage. Wie hießen diese CDs? Mega Party, Voll Banane. Nee, Total Banane. Gott, weiß nicht mehr. Oh, du Schlumpfige hieß die Weihnachts-CD. Ja. Und ich glaube, ich habe die sogar, naja, über den Switch-Spielen ist zu, aber da sind die ganzen CDs drin. Irregalaktisch hieß die sechste Schlumpf-CD. Kassetten. Ich hatte als Kind, als Kindergartenkind, irgendwie eine Ariel-Musikkassette. So ein Hörspiel. Ich weiß nicht, warum ich das noch weiß. Ich hatte auch ein Sonic-Hörspiel, OMG. Und das gibt's auf YouTube und ihr werdet nicht glauben, ne, was das ist. Das ist so schlimm. Ich glaube, das hatten wir schon mal thematisiert. Freut euch zwischen Mario Party Superstars und Pokémon Perl auf diverse Reactions und so. Ich habe viele Ideen.
Alexovania, dreijähriges Jubiläum. Warte mal. Sonic Hörspiel auf YouTube. Kommt das dann? Völlig Banane. Gab voll der Winter und total Banane. Ja, wenn ihr einfach Sonic Hörspiel eingibt, findet ihr die alten Musik-CDs. Oh mein Gott. Das war speziell. Ich mach's lieber nicht an. Aber ich plane coole Ideen. Ja, so, Leute. Wie gesagt, zweite Hälfte. Ein andermal. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Zeitvertreib heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen... konnte ich mit euch schnacken in aller Ruhe. Konnte uns unterhalten. Der Anfang war belastend heute übrigens. Ich habe mich ein bisschen über die Steuerung aufgeregt und ihr habt sie mitbekommen. Privat ging es ein bisschen drunter und drüber. Das hat mich belastet. Aber ihr habt mich ja gut rausgeholt. Und ja. Volume 7 bis 10 und 12 und 14. Naja. Die neueren habe ich dann nicht mehr. Irgendwann nach 8 war die letzte, glaube ich, die ich hatte. Ich wusste, es geht weiter. Ich habe mich irgendwann drüber amüsiert, dass es immer noch neue Schlümpfe-CDs gibt. Es gab sogar zu diesem Real-Schlumpf-Film vor ein paar Jahren dann auch wieder eine neue. Ehren-RZ hier mit den Giftzapfen für Miss Fortuna. Branners gute Stube. Xelox Peaches. Ah, mein Blastkorps-Experte. Shadow Dragon, der Hockey-Gamer. Atatata. Atatata. Topstartainment. Alosa und PB-Style. Hoffentlich kriegen die es mit. Hoffentlich freuen die sich. Warum sehe ich denn den Bluesy ohne Bombe? Ach so, was explodierende Bombe. Hallo, Sad Cat. Grüße von Darklaw. Grüße zurück. Also Ehren-RZ, danke für die 10 Gift-Subs. RZ, ich hoffe, dir hat das Stream auch ein bisschen gefallen. Klar, wir haben das gechillt runtergegamed, ne? Routiniert. Und wir teilen uns so schön auf, damit wir noch mehr davon haben können. Danke euch allen, dass ihr dabei gewesen seid. Danke euch allen. Wie gesagt, Mario Brothers 3 wird voll gemacht am Mittwoch. Nächste Woche Freitag wird es richtig interessant. Da spielen wir Online-Multiplayer Mario Party Superstars. Und für nächste Woche Sonntag überlege ich mir noch richtig hart was. Da wird es sehr interessante Retro-Achievements geben. Also wieder wilde, mehrere kleine Sachen, worüber wir noch lange reden werden. So in etwa machen wir das. Wen hättet ihr Lust zu raiden? Dankeschön. Stream war toll. Spirella 2 könnte man mal raiden, oder? Man sieht sich nächstes Mal. LP Markus und Ciao unterstrich HFLP Markus Bitstern unterstrich HF Cheer 2021. Markus Seppchen, danke für 2021 Bits für deinen ganzen Support heute, lieber RZ. Sehr, sehr sozial. Masamune streamt seit 15 Stunden. Was ist denn mit Spirell los? War vorhin noch da? Wäre eine Option. Haben wir Spirell als Spireller überhaupt schon mal geradet? Wenn, dann ist es lang her, ne? My Flashway hatten wir vor ein paar Streams. Guter Mann, guter Mann. Was spielt dann Spirell? Asamune. Der Timmy ist auch online. Ich frage mich eigentlich, was der Timmy hier macht. Hat der Timmy hier nicht Modpflichten? Aber den hören wir ja nächste Woche bei uns. Ja, und Darklaw können wir natürlich auch, ne? Ich würde euch am liebsten alle aufteilen. Zu jedem 20 Leute hinschicken. Bleibt noch bitte kurz da, damit es ordentlich aussieht. Für die Raids. Und dann verabschieden wir uns in aller Ruhe. Gleich mal anmodden. Spirell spielt Donkey Kong. Das ist gut.
Das ist schon sehr entzückend, DKCF. DKCTF. Bei mir lädt's gerade ungemein langsam. Yeah. Spirell das letzte Mal im Februar. Haben wir denn Timmy jemals? Da war doch was, ne? Ja. Im Mai haben wir Timmy geradet. Gut, es gibt mehrere Leute, die sagen Spirell, auf geht's, komm. Gutes Spiel. Spirell seit, ja, jetzt 9 Monaten nicht geradet. Auf geht's. Raid. Spirella. 2. Danke euch allen fürs dabei gewesen sein. Danke euch allen für den Support heute. Ihr habt die Laune erfolgreich gehoben. Ehre und Danke. Auch an Alucata King für die legendäre Abschieds-Bit-Donation. LP Markusher 100 legendäre letzte Donation des Nabend, Trademark und des Streammonat. Obwohl wir schon Novmeber haben jetzt, war ein nice Halloween-Stream gewesen. Ich sehe, du bist außer Form. Naja, wenn Ra ist, dann müsst du mehr anstrengen. Ich gehe dann ins Spätsicht. Wir sehen uns. Bis dann. Danke, dass du da warst. Danke für die 100 Bits, Alucard. Darking. Ja, was heißt außer Form, ne? Es ist, ja, okay. Kann man sagen zu Luigi's Mansion. Hype-Train muss die DB sein. Tier 100. Wäre der 4. Hype-Train heute. Aber das werden wir nicht mehr erleben. Ich raid euch nämlich jetzt zum Spirell rüber. Danke, RZ, für die 100 Bits. Ich danke euch allen fürs dabei gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Lasst euch nicht unterkriegen vom November. Und wir sehen uns alle wieder am ach so, er ist böse, weil er Bits nach Alucard-Darking donated hat. Wünsche euch allen was. Danke für den schönen Stream. Bis Mittwoch. Wir sehen uns. Haut rein. Und gönnt euch die Mario Party Parts auf YouTube. Bis dann und ciao!